Hallo, willkommen zum Schnellkurs Wissenschaftliches Schreiben. Ich heiße Timo Guter, ich arbeite in der HNU-Bibliothek und die Präsentation, die wir hier gerade eben sehen, die können Sie unter dem Video auch runterladen. Da drin steckt alles, was wir jetzt heute vorhaben, nämlich wie man eine Arbeit plant, dann wie man die Literatur oder Daten sammelt, wie man diese Daten oder Literatur auswertet, wie man dann schreibt konkret, wichtiger Punkt. Und wie man am Ende überarbeitet und wirklich, wie man auch erst am Ende überarbeitet, nicht mittendrin schon. Dieses kleine blaue Ding hier oben wird uns als Navigation begleiten. Und jetzt hier nochmal kurz, was wir nicht machen werden oder worüber ich jetzt wenig sagen werde. Ich werde wenig sagen über, wie man Literatur findet. Da gibt es ein extra Video, die Literaturrecherche. Ist relativ gut, schauen Sie sich's an. Dann, wie man empirische Sozialforschung an sich betreibt. Also ich sage ein bisschen was darüber, wann man quantitativ arbeiten sollte und wann man qualitativ arbeiten sollte. Aber danach gehe ich nicht drüber hinaus. Ich bin der Meinung, wenn Sie einen Fragebogen machen, dann sollten Sie daneben das Buch liegen haben, wie ein Fragebogen geht. Das ist nichts, was man kurz in 10 Minuten lernt. Und wir gucken uns nicht an, wie man mit den Literaturverwaltungsprogrammen Citavi oder EndNote arbeitet. Da gibt es auch extra Videos, die sind auch ziemlich gut, habe ich gemacht. Und schauen Sie sich bitte die an, wenn Sie mit einem von den Programmen arbeiten möchten. Was wir jetzt hier machen, ist, wir gucken uns relativ lange an, wie man eine Arbeit plant. Weil die Planung eigentlich schon vieles über eine Arbeit aussagt nachher. Das heißt, wenn Sie hier viel Mühe reinstecken, dann lohnt sich das hinten raus. Plan besteht daraus, dass man erstmal ein Thema wählt. Aus dem Thema wächst dann die Forschungsfrage. Dann wählen wir erst die Methodik, also wie wollen wir diese Frage beantworten. Wir machen eine Gliederung und uns noch einen Zeitplan. Und da bringe ich Sie jetzt mal der Reihe nach durch. Thema heißt übrigens erstmal wirklich nur ein grober Acker, ein Problemfeld, ein Feld, auf dem noch nicht alles gut ist. Also die Verkehrssituation in Ulm-Neu-Ulm ist noch nicht perfekt, oder? Das Thema Organspende ist noch nicht perfekt. Sowas wäre ein Thema. Wirklich nur ein Feld, wo noch nicht alles in Ordnung ist. Weil Ihre Arbeit soll eigentlich einen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Das ist die Idee von Forschung. Wir wollen, dass die Menschheit ein Stück Fortschritt hat. Und auch wenn Sie jetzt sagen, gut, ich schreibe nur eine Seminararbeit, und übrigens das Video hier ist für Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten geeignet, ist egal was. Wenn Sie sagen, ich schreibe nur eine Seminararbeit, verbessere ich da wirklich die Menschheit, ja, tun sie so. Also, Thema finden. Jeder denkt sich sowieso erstmal, okay, was möchte ich vielleicht später arbeiten? Wie kann ich meine Chancen erhöhen im Beruf? Vielleicht auch noch, was sind meine persönlichen Neigungen? Also, was mag ich denn gern machen oder wo weiß ich mehr als andere Leute? Was aber das Wichtigste wäre jetzt hier in diesem Thema, was Sie wählen sollen, ist, gibt es ausreichend theoretische Literatur? Wenn Sie jetzt recherchieren, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Das heißt, Sie können jetzt dieses Video pausieren und rübergehen zur Literaturrecherche und dann wiederkommen. Wenn Sie jetzt nicht recherchieren, also wenn Sie Ihr Thema festmachen und Sie haben nicht geguckt, wie viel es gibt, dann laufen Sie Gefahr, dass es entweder sehr, sehr wenig gibt, gerade bei einem neuen Thema, oder dass es so viel gibt, dass Sie jetzt gar nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Dann hätten Sie den Luxus gehabt, sich eigentlich ein Unterthema auszuwählen. Nur, sie haben eben nicht recherchiert. Also am wertvollsten wäre es jetzt zu wissen, ja, es gibt ausreichend Literatur, um mein Thema zu bearbeiten, um meine Fragestellung zu beantworten, aber es gibt nicht so viel, dass genau mein Thema eigentlich schon bearbeitet wurde oder dass ich einfach nicht mehr fertig werde. Dann bedeutet das für Sie eben, Sie nehmen sich Zeit. Also Sie lesen sich wirklich ein in dieses Thema. Sie nutzen die Fachzeitschriften, an der HNU können Sie in der Abschlussarbeitendatenbank rausfinden, dass es diese und jene Arbeit gibt und die können Sie dann in der Bibliothek einsehen, wenn die keinen Sperrvermerk hat. Da kommt man auch auf gute Ideen. Sie können ein Cluster machen. Ein Cluster ist wie eine Mindmap. Sie fangen an mit einem zentralen Begriff und dann assoziieren Sie, aber Sie assoziieren frei. Das heißt, Sie gucken nicht nach Struktur. Das Wichtigste wäre, dass Ihr Stift nie stillsteht. Das heißt, da kommt relativ viel Quatsch raus bei. Nehmen Sie sich einfach ein DIN A3-Blatt und hauen Sie das Ding komplett voll. Es muss nicht logisch sein, wie die Begriffe aufeinander folgen. Sie müssen erstmal Ihr Hirn leer machen und auf dieses Blatt bringen.
Und im zweiten Schritt machen Sie aus diesem Cluster eine Mindmap. Das heißt, da nehmen Sie alles, was Sie vorher wild aufs Blatt gehauen haben, und dann strukturieren Sie das. Sie können natürlich auch einfach Ihre Lehrkräfte fragen oder die Firmen fragen, bei denen Sie vielleicht arbeiten. Wenn Sie bei einer Firma schreiben, da gibt es nochmal einen extra Stolperstein, das sage ich nachher. Aber irgendwann werden Sie Ihr Thema gewählt haben, diesen Acker. Und aus diesem Acker wächst dann Ihre Forschungsfrage. Und wenn Sie jetzt denken, okay, was ist genau die Forschungsfrage? Das wäre das zentrale Ding Ihrer Arbeit. Warum? Weil jede wissenschaftliche Arbeit eigentlich nur die Antwort auf eine offene Frage ist. Also Sie tun, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben oder Bachelorarbeit, dann tun Sie auf 10 bis 40, 60, 80 Seiten nichts tun, als eine Frage beantworten. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie diese Frage sich auch wirklich sauber stellen, weil wenn Sie da unsauber sind, dann wissen Sie selber nicht, was eigentlich reingehört in Ihre Arbeit und was nicht. Also eine gute Frage wäre eben eine, in der Sie sagen, ja, doch, die lohnt sich zu beantworten. Es muss irgendeine Klientel auf der Welt geben, die da sagt, doch, ja, interessiert mich. Andersherum, wenn jeder auf der Welt sagen würde, dann haben Sie eine schlechte Forschungsfrage. Also wenn es wirklich niemanden interessiert, warum schreiben Sie es dann? Und das andere wäre, die Forschungsfrage muss beantwortbar sein oder muss zumindest so aussehen, als ob man sie beantworten könnte. Also wenn Sie die angucken und von vornherein sagen, nee, werde ich nicht rausfinden, kann ich nicht letztlich beantworten, dann ist es auch eine schlechte Forschungsfrage. Aber solange Sie etwas haben, was jemanden interessiert und was Sie beantworten können im Rahmen Ihrer Arbeit, dann haben Sie eine gute Forschungsfrage. Wird gleich noch ein bisschen konkreter, keine Angst. Die Forschungsfrage hilft Ihnen dann, dass Sie ein klares Ziel vor Augen haben. Sie wissen, was Sie machen. Sie beantworten diese Frage. Darum geht's. Und die Forschungsfrage hilft dann auch, die Methode zu wählen. Also was mache ich eigentlich? Mache ich eine Literaturarbeit? Mache ich einen Fragebogen? Mache ich Experteninterviews? Sie machen das, womit Sie die Frage beantworten können. Und die Forschungsfrage hilft Ihnen sinnvoll, die Inhalte der Arbeit zu wählen und dann auch zu gliedern. Die Reihenfolge Ihrer Teile ist gar nicht so unglaublich wichtig. Sie können in Microsoft Word relativ schnell alles hin und her schieben. Aber welche Inhalte reinkommen und welche nicht? Das sagt Ihnen die Forschungsfrage. Es kommt nur das rein, was die Frage beantwortet. Alles andere fliegt gnadenlos raus. Dann konkret jetzt, wie finde ich eine Forschungsfrage? Sie nehmen zwei der folgenden sechs. Was sind diese sechs Sachen? Also es gibt hier zuerst mal Beschreibung. Beschreibung würde heißen, was ist der Fall? Wie ist es gerade eben? Sie beschreiben, wie etwas gerade eben ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ja, vorhin habe ich Organspende gesagt, dann nehmen wir doch das. Sie beschreiben gerade eben, wie viele Menschen einen Organspendeausweis haben in Deutschland im Vergleich zu Österreich oder zu der Schweiz. Zum Beispiel. Oder wie viele Herzen kaputt gehen auf dem Weg vom Spender zum Empfänger. Und dann eben nur in Deutschland oder dann auch im Vergleich wieder zur Schweiz. Also eine Beschreibung kann gerne etwas, eine Beschreibung sein an sich von einer Sache oder ein Vergleich von zwei Sachen oder drei. Dann, und denken Sie dran, eine Forschungsfrage ist zwei von den sechs hier. Erklärung als nächstes wäre, warum ist etwas so? Also warum gehen in Deutschland so und so viele Herzen auf dem Weg bis zum Empfänger kaputt? Gibt es da spezielle Gründe dafür? Oder warum ist es in Deutschland mehr als in Österreich oder in der Schweiz oder in den USA? Prognose wäre, was wird sich in nächster Zeit ändern? Und ich kann jetzt schon das Ding sehen, was die Veränderung auslösen wird. Zum Beispiel ein bestimmtes Kühlmittel, das bisher eingesetzt wurde bei Herzen, ist ab jetzt verboten, weil es doch gesundheitsschädlich war, aber es gibt keine Alternative. Was bedeutet das jetzt? Oder es gibt ein neues Kühlmittel, das viel besser funktioniert. Und wie stark kann man jetzt eine Verbesserung erwarten der transportierten Herzen?
Und jede andere Sache, die jetzt schon absehbar ist. Meistens geht es hier um eine neue Erfindung oder um ein neues Gesetz, eine neue Verordnung, die es eben ändert, wie es bisher war. Wenn Sie jetzt keine Änderung haben, also wenn es anfing und es geht genau so weiter, wie es die ganze Zeit schon war, also es nimmt weder zu noch ab, dann ist Prognose eigentlich eine schlechte Idee. Aber wenn Sie was haben, wo Sie sagen, doch, ja, da ändert sich jetzt was und ich möchte darüber schreiben, dann passt Prognose ganz gut rein. Gestaltung, das haben Sie ganz, ganz oft an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie zum Beispiel jetzt der HNU. Gestaltung würde heißen, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Wie mache ich das? Also zum Beispiel, wie kann erreicht werden, dass weniger Herzen kaputt gehen auf dem Weg bis zum Empfänger? Oder wie kann Deutschland eine ähnlich gute Quote erreichen wie Österreich, wenn da jetzt irgendwie die Quote besser wäre, obwohl die Richtlinien andere sind? Also wie kann man die gängigen Vorschriften anpassen oder wie kann man mit denen arbeiten, damit man ähnlich gut doch die Herzen transportieren könnte? Oder auf Ebene von der Firma, wie kann ich machen, dass mein Kühlmittel billiger produziert wird, damit eben die ganze Sache verschlankt wird? Dann Kritik und Bewertung wäre, oh, ich habe den letzten nicht ausgeklappt, jetzt sind sechs. Kritik und Bewertung wäre, wie ist die ganze Sache zu bewerten aus Sicht einer bestimmten Klientel, aus einem bestimmten Blickwinkel, der vielleicht so nicht normalerweise gemacht wird. Also wie wäre zum Beispiel, sagen wir, die Herzen müssen innerhalb von sehr kurzer Zeit ankommen. Wie ist das Ganze zu bewerten, dass da die Fahrer stark unter Stress stehen, die dieses Herz transportieren müssen? Oder wie wäre die ganze Sache zu sehen aus Sicht von Angehörigen, vom Spender, obwohl der Spender noch gar nicht komplett tot wäre, sondern wirklich nur hirntot? Also wie ist es aus Sicht von Randgruppen oder von Sachen, die man normalerweise nicht berücksichtigt, zu bewerten? Und Utopie, der letzte, wäre, wie ist es in der fernen Zukunft? Da könnte man jetzt sagen, okay, 3D-Drucker, momentan drucken die halt hauptsächlich Plastik. Und vielleicht ist es jetzt schon, oder es ist Wissenschaftlern schon gelungen, dass sie verschiedene Zellschichten aufeinander drucken und die Zellen leben danach noch. Dann wird es in Zukunft möglich sein, Herzen zu drucken. Was heißt das jetzt? Utopie ist genauso wie Kritik und Bewertung ziemlich schwer, weil man da einen umfassenden Blick braucht. Sie brauchen da schon relativ viel Ahnung, um sich auf dem Feld fundiert äußern zu können. Deswegen sind die oberen vier fett markiert, also Beschreibung, Erklärung, Prognose, Gestaltung, und die unteren beiden nicht mehr. Die sind ein bisschen schwieriger. Diese Aufstellung habe ich mir nicht selber überlegt. Die finden Sie auch in Kornmeier auf nochmal sehr viel mehr Seiten als jetzt meinem einen PowerPoint-Slide, den wir hier haben. Mein ganzes Literaturverzeichnis ist am Ende von dieser Präsentation nochmal drin. Da finden Sie also raus, was ich mit Kornmeier meine. Denken Sie jetzt wirklich dran, dass Sie zwei Sachen brauchen. Sie brauchen bei der Forschungsfrage zum Beispiel Beschreibung und Erklärung. Wie viele Herzen gehen verloren im Vergleich zu Österreich und warum? Oder Sie nehmen Erklärung und Prognose. Warum gehen mehr Herzen verloren? Und die Einführung von diesem neuen Kühlmittel, wird das jetzt was ändern? Oder Erklärung und Gestaltung, warum gehen mehr Herzen verloren? Und was können wir jetzt genau tun, damit das eben nicht mehr der Fall ist? Ich hoffe, ihr habt jetzt einfach ein paar Sachen angestoßen. Sie haben meistens schon einen kleinen beschreibenden Teil mit drin. Also es kann sein, dass Sie 10% Beschreibung haben und dann eben noch 45, 45. Es muss jetzt nicht ganz streng getrennt sein, aber gucken Sie, dass Sie in aller Regel zwei Sachen, zwei Schwerpunkte haben, weil dann haben Sie eine runde Arbeit. Nur eine Sache, dann fühlt sich die Arbeit so flach an, als ob Sie gar nicht vorankommen. Also Sie beschreiben die ganze Zeit, aber Sie machen nichts damit. Das fühlt sich dann schlecht an. Und wenn Sie mehr als zwei Schwerpunkte haben, dann fühlt sich die Arbeit an, als ob Sie alles machen wollen und Sie wissen gar nicht mehr, was nicht reingehört. Es ist sehr, sehr nützlich zu wissen, was man nicht macht. Zu wissen, nein, ich mache keine Gestaltung, ich sage nur, wie es sein wird in der Prognose. Und in meinem Ausblick schreibe ich vielleicht noch zwei, drei Sätze, wie es gestaltend gemacht werden könnte. Aber nicht im Hauptteil meiner Arbeit. So. Und jetzt hätten Sie Ihre Forschungsfrage. Sie hätten eine zweiteilige Frage, Beschreibung und Erklärung oder Erklärung und Prognose und so weiter.
Jetzt können Sie wählen, was Sie eigentlich für eine Methode wählen wollen. Und Methode heißt in diesem Fall, wollen Sie literaturzentriert arbeiten oder möchten Sie empirisch arbeiten? Literaturzentriert heißt, Sie beantworten die Frage nur anhand bereits bestehender Literatur. Bietet sich an für Themen, wo sich noch nicht jemand die Mühe gemacht hat, diese Literatur zusammenzuführen. Das heißt, Ihre Eigenleistung wäre es, diese Literatur überhaupt erst zueinander zu bringen. Sagen wir, es hätte noch niemand was geschrieben über das Thema Krankenhaus und Marketing. Also wie machen Krankenhäuser Marketing? Jetzt ist es Ihre Eigenleistung, dass Sie hergehen und sagen, okay, hier sind die ganzen Marketingbücher und hier sind die ganzen Werke, wie ein Krankenhaus funktioniert. Ich führe das jetzt zusammen. Ich sage, welche Teile von Marketing für ein Krankenhaus Sinn geben und welche nicht. Das wäre dann eine Eigenleistung. Eine fehlende Eigenleistung bei einer literaturzentrierten Arbeit wäre, wenn Sie nur auflisten, 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 auflisten und nichts damit machen. Gerade eben das wäre ein guter Transfer. Aber wenn Sie wirklich nur wieder gurgeln, was jemand anderes gerade eben schon genau so gemacht hat, wenn Sie die ganze Zeit ein, zwei Bücher zitieren, wo Sie wirklich nur wiedergeben und nichts Neues damit machen, dann ist Ihre Arbeit eigentlich wenig sinnvoll. Eine empirische Arbeit dagegen, da geht es darum, dass Sie selber Daten erheben. Ob es jetzt quantitativ wäre, also Sie haben stark standardisierte Fragebögen ohne Freitextfelder, oder ob Sie jetzt qualitativ arbeiten. Sie machen ein Experteninterview und mehrere. Sie erheben Daten und Ihr Mehrwert, Ihre Eigenleistung ist es eben, dass Sie diese Daten erheben, dass Sie die verarbeiten und dass Sie dann daraus Aussagen ableiten. Schlecht wäre eben hier jetzt, wenn Sie da irgendwo krumm arbeiten, wenn Ihr ganzer Fragebogen schlecht erstellt wurde, nicht gemäß den Regeln, wie ein Fragebogen geht. Wenn Sie Ihre Experteninterviews so führen, dass Sie tendenziöse Fragen stellen, die man eigentlich nur auf eine Art und Weise beantworten kann. Solche Sachen. Und Sie sollten sich bei einer empirischen Arbeit jetzt nicht denken, oh, dann kann ich komplett ohne Literatur arbeiten. Das funktioniert nicht. Wenn Sie empirisch arbeiten, müssen Sie trotzdem zeigen, was in Ihrem Fach bisher gemacht wurde. Sie müssen zeigen, was State of the Art ist, was man bisher eben gemacht hat und wo Sie jetzt neu drauf aufsetzen mit Ihrer empirischen Arbeit. Das heißt, die empirische Arbeit macht Ihren Literaturteil schon ein wenig kleiner. Klar, Sie haben ja andere Arbeit, aber im Endeffekt haben Sie nicht weniger Arbeit. Und andersherum, literaturzentrierte Arbeit ist nicht einfach nur, oh, jetzt muss ich keinen empirischen Teil machen, sondern Sie müssen jetzt sehr, sehr viel mit Literatur arbeiten. Also Sie sparen sich nirgendwo Arbeit. Was es jetzt auch noch gibt manchmal, zumindest in den Köpfen der Leute, ist, ich schreibe eine rein praxisbezogene Arbeit. Das ist meistens, wenn Sie beim Unternehmen sind und dann sagen, ja, ich mache diesen einen Prozess jetzt besser. Ich verschlank dieses Produkt, die Fertigungsstraße, die verschlanke ich. Oder ich gucke, wie man am besten 1, 2, 3 neue Kunden gewinnen kann. Das können Sie alles machen, aber selbst bei praxisbezogenen Arbeiten brauchen Sie zwingend Ihr theoretisches Fundament. Unbedingt. Wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie keine wissenschaftliche Arbeit. Sie können noch so gute Vorschläge abliefern und es kann dann am Ende auch Profit bei dem Unternehmen geben. Aber wenn Ihre Vorschläge nicht fundieren auf der Wissenschaft, also der Transfer von Wissenschaft zu der Praxis, der muss da sein. Wenn Sie den nicht haben, haben Sie keine wissenschaftliche Arbeit. Dann haben Sie einen etwas besseren Best-Practice-Bericht. Ihre Vorschläge müssen aus der Wissenschaft kommen. Deswegen sagt auch Kornmeier, Praxisbeispiele sind das Salz in der Suppe vieler wissenschaftlicher Arbeiten, aber eben nur das Salz. Sie können also unendlich viel mit Praxisbeispielen bringen, diese Firma macht es schon. Das ist alles nicht wissenschaftlich, nicht letzten Endes. Man kann schon Beispiele bringen, steht hier ja auch. Man kann eine Suppe salzen, aber nur Salz reicht eben nicht. Sie brauchen die Wissenschaft. So, jetzt hätten wir unser Thema gewählt ganz am Anfang. Daraus ist unsere Forschungsfrage erwachsen aus zwei Teilen. Und wir haben eine Methode gewählt. Also wollen wir mit Literatur arbeiten nur oder wollen wir auch einen empirischen Teil? Jetzt ist es Zeit, sich zu überlegen, wie gliedern wir eigentlich die Arbeit? Und da habe ich erstmal wieder diesen Tipp.
Jede wissenschaftliche Arbeit ist die Antwort auf eine offene Frage. Heißt für uns, welche Inhalte brauche ich, um diese Frage zu beantworten? Das sind mal die ersten, die reinkommen. Also was brauche ich, damit die Frage am Ende beantwortet ist? Und dann, wie bauen diese Inhalte logisch aufeinander auf? Ist jetzt wieder nicht so wild, wenn das noch nicht von vornherein passt. Wie gesagt, in Word kann man relativ leicht hin und her schieben. Sie können jetzt hier wieder Ihre Mindmap hernehmen, die aus Ihrem Cluster rausgewachsen ist. Weil meistens ist es so, wenn Sie in der Mitte Ihr Thema haben und drumherum wären die ersten 4, 5 Blasen, die sind meistens dann einfach Ihre Kapitel 2, 3, 4, 5. Also Kapitel 1 wären eben sowas wie Grundlagen und Definitionen und alles andere wären dann die übrigen Blasen Ihrer Mindmap. Es gibt auch immer mehrere Möglichkeiten, eine Forschungsfrage zu gliedern. Ich habe hier auch nochmal den Kornmeier angeführt, das steht da auf 10 Seiten. Aber meistens, wenn Sie jetzt schwanken zwischen der einen Möglichkeit, wie Sie es gliedern könnten, und der anderen Möglichkeit, wie Sie es gliedern könnten, und Sie wissen nicht, welche Sie nehmen sollen, dann sind meistens beide in Ordnung. Dann können Sie beide nehmen. Oder alle drei. Manchmal gibt es drei. Aber alles, was nicht der Beantwortung der Forschungsfrage dient, fliegt gnadenlos raus. Kommt hier nicht rein. Die Geschichte von Ihrem Unternehmen, bei dem Sie schreiben, über 15 Seiten, beantwortet vielleicht nicht Ihre Frage. Und so gern das Unternehmen dann diese Unternehmensgeschichte drin hat, weil das noch niemand gemacht hat und man hat ja gerade eben einen Bacheloranden da, dann müssen Sie sagen, nee, nicht in der Arbeit, da kriege ich Abzüge, ich mache Ihnen das meinetwegen nebenher, aber nicht im Rahmen dieser Arbeit. Ich habe jetzt hier Beispiele und wenn Sie dann in dem PDF von dieser Veranstaltung, das unter diesem Video hängt, da draufklicken, dann haben Sie das auch. Ich habe das jetzt vorhin schon geöffnet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich habe hier drinne 3 verschiedene schlechte Gliederungsbeispiele. Und die sind alle herrlich dämlich, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Bei diesen Gliederungen ist es jetzt so, ich zeige in jedem Fall hier was Neues, was da schlecht gelaufen ist. Und wenn wir alle 3 durchhaben, dann haben Sie eigentlich alles gesehen, was schieflaufen kann. Und dann, wenn Sie Ihre Gliederung dann abhaken und sagen können, nö, trifft bei mir nicht zu, trifft bei mir nicht zu, trifft bei mir nicht zu, dann haben Sie eine gute Gliederung. Also, hier wäre unser erstes schlechtes Beispiel, das erste von 3. Wir sehen hier gerade eben die Forschungsfrage oder die Überschrift. Übrigens, die Forschungsfrage muss nirgendwo in der Überschrift und muss auch nicht im Fließtext mit einem Fragezeichen irgendwo stehen, die ist für Sie. Aber in dem Fall steht sie so drin, da steht dran, Prognose für die Entwicklung des Erdkrötenbestands in der Region Neu-Ulm bis 2030 sind weitere Schutzmaßnahmen nötig. Also wir haben Prognose und Gestaltung. Und jetzt schauen Sie mal ganz kurz hier rein. Wir haben hier einen Ausschnitt, also wir sehen hier nur ab Kapitel 3, da geht es dann wirklich los mit dem Hauptteil und es geht danach auch noch weiter. Aber hier drin sind schon einige formale Dinge. Und Sie können jetzt gerne das Video kurz pausieren und sich das in Ruhe anschauen. Ich sage Ihnen dann danach, was hier nicht gut wäre. Okay, also was hier nicht gut ist, wäre zum ersten Mal, sehen Sie vielleicht dieses Gefahren, 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 Gefahren. Dieses zu wiederholen, das ist unglaublich lästig für den Leser. Und es ist vor allem unnötig. Wenn hier drin steht, wir sind im Kapitel 3, Gefahren für den Krötenbestand, dann weiß Ihr Leser, es geht jetzt um Gefahren. Sie können jetzt hier bei 3.1 einfach schreiben, Baumaßnahmen. Wir wissen, wir sind im Kapitel Gefahren. Und jetzt geht es immer um Gefahren durch Baumaßnahmen. Das nächste, was hier drin steckt, ist ähnlich, aber nicht komplett dasselbe. Das ist Vorwegnehmen. Wenn Sie bei dem Kapitel 3 schon alle Unterpunkte nennen, das ist erstens unnötig und zweitens langweilt es Ihren Leser dann, weil jetzt weiß er schon wieder alles. Es gibt keinen Grund, dass Sie hier Baumaßnahmen, Fressfeinde und Umweltverschmutzung schon nennen, wenn danach die Unterpunkte so heißen. Sie schreiben bei 3 nur Gefahren für den Krötenbestand und bei 3.1 schreiben Sie dann Baumaßnahmen und bei 3.2 schreiben Sie dann Fressfeinde und so weiter. Das verschlankt Ihre Gliederung und bei jeder neuen Ebene lernt Ihr Leser etwas Neues, statt alles direkt hingeworfen zu bekommen. Der größte Fehler hier drin jetzt aber in dieser Gliederung ist das da. Das darf nicht sein. Sie haben hier gerade eben einen Unterpunkt ohne einen weiteren Unterpunkt auf derselben Ebene. Also Sie haben hier die dritte Ebene aufgemacht, die dritte Hierarchieebene, aber nur einen einzigen Unterpunkt.
Das darf nicht sein. Das ist ein formaler Fehler, in jedem Fall. Das dürfen Sie nie tun. Und was Sie tun dürfen, ist zu sagen, gut, dann gibt es eben nur 3-2. Sie müssen nicht bei jedem, Sie müssen nicht überall gleich tief gliedern. Sie müssen hier keine dritte Ebene aufmachen, nur weil Sie hier schon eine dritte Ebene aufgemacht haben. Sie können gerne hier nur bis zur zweiten Ebene gliedern. Dann heißt der Punkt eben, Gefahren durch natürliche Fressfeinde oder Gefahren durch Vögel als natürliche Fressfeinde. 3.2, fertig. Oder Sie merken, okay, es gibt nicht nur Vögel, die als Fressfeinde von Erdkröten dienen, sondern auch noch Marder. Oder es gibt verschiedene Arten von Vögeln. Vielleicht fressen Störche nur die erwachsenen Tiere und Reiher fressen die Kaulquappen oder wie auch immer. Also sehr wahrscheinlich nicht, aber das tun wir mal so. Dann können Sie hier zwei Punkte aufmachen. Aber das, was wir hier gerade eben sehen, stellen Sie sich Ihre Gliederung vor als eine Schublade oder eine große Kommode mit Schubladen. Und wenn man die Schublade 3.1 aufmacht, dann sind da zwei weitere kleine Schubladen. Alles gut. Aber wenn Sie 3.2 aufmachen als Leser und in dieser Schublade ist nur eine etwas kleinere Schublade drinne und sonst nichts, dann fühlen Sie sich veräppelt. Das kann nicht sein. Deshalb schauen wir uns nochmal die verbesserte Gliederung jetzt an. Die ist hier drunter. Sie sehen, wie viel angenehmer sich das jetzt liest für Ihren Leser. Und ich habe jetzt hier so getan, als gäbe es einen Unterschied zwischen Störchen und Reihern. Den gibt es in echt wahrscheinlich nicht. Aber jetzt fürs Beispiel, so wäre das jetzt richtig. Und ansonsten, wenn es keine Unterscheidung gäbe oder nicht weitere Fressfeinde, dann einfach hochziehen und nur 3.2 machen. Hier rechts steht nochmal alles dran, was verbessert wurde. So, nächstes schlechtes Beispiel. Also, wir haben hier, wirkt sich das Abonnement eines Streamingdienstes auf die Produktivität im Studium aus? Eine Umfrage unter Studierenden der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Neu-Ulm. Sprich, wenn ich Amazon Prime oder Netflix oder was auch immer abonniere, geht dann meine Leistung im Studium runter. Und wir sind jetzt hier in dem Kapitel Grundlagen. Und ich habe in diesem Fall jetzt direkt, das mache ich mal ein bisschen kleiner, damit man die Forschungsfrage nochmal sieht, habe ich direkt markiert, was ich jetzt eher nicht machen würde. Und Sie können jetzt wieder kurz pausieren und überlegen, warum. Und dann geht es weiter. Also, der Grund, warum ich nicht alles, was hier gelb markiert ist, machen würde, oder also ich würde es wirklich komplett rausschmeißen, ist, das hat nichts mit der Forschungsfrage zu tun. Es geht hier darum, wirkt sich das Abo von Amazon Prime auf die Produktivität im Studium aus. Und es gibt keinen Sinn, hier unten jetzt die bestimmten Serien durchzusprechen mit ihren verschiedenen Charakteren und mit den Handlungen und überhaupt in allem drum und dran. Gibt keinen Sinn. Warum habe ich das hier trotzdem jetzt drin? Weil hier jetzt eigentlich das Prinzip Kill Your Darlings gilt. Heißt, stellen Sie sich vor, eine Kommilitonin würde ihre Gliederung jetzt Ihnen zeigen und die Kommilitonin spricht das so durch und dann, als sie in Kapitel 2 so langsam ankommt, dann wird sie allmählich, fängt sie an zu lächeln und als sie dann bei 2-2-3 hinkommt, dann fangen die Augen so richtig an zu strahlen, weil da hat die Lust drauf. Die guckt gern Big Bang Theory oder The Walking Dead. Das schaut sie gern an und deswegen möchte sie so gerne diese Teile der Arbeit schreiben und ist blind dafür, dass diese Teile gar nicht reingehören. Heißt für Sie, die Teile der Arbeit, die Sie am liebsten schreiben möchten, so hart das jetzt klingt, schauen Sie da nochmal besonders nach, ob die überhaupt sein müssen. Weil da sind Sie am ehesten sonst betriebsblind. Wie würde man das jetzt sonst machen? Also 2-2-3 Serien im Portfolio würde ich so nicht tun. Stattdessen würde ich tun 2-2-3 Angebotsmenge und Vielfalt. Weil die Forschungsfrage ist ja, wirkt sich Amazon Prime auf die Produktivität aus? Und deswegen gehört hier an der Stelle nur hin, wie groß ist Amazon Prime und wie viele verschiedene Arten von Serien hat es. Weil das macht die Aussage, Amazon Prime ist einfach dann riesig groß, sprich man kann es nicht durchschauen in einem halben Jahr und dann ist man fertig. Und es hat für jeden Geschmack etwas. Es hat so und so viele Horrorserien, so und so viele Dramen, so und so viele Komödien, dass einfach für jeden was dabei ist. Das ist die Aussage und das hilft uns dann bei der Beantwortung der Forschungsfrage. Wir wissen jetzt, okay, Amazon Prime ist ein riesiger Zeitfresser. Das ist die Aussage von 2-2-3. Gut. Und dann das Letzte, was wir jetzt noch hier drin haben, das wäre Leben auf Mars und Co. Chancen und Herausforderungen bei der Kolonisierung fremder Planeten und Monde.
Und hier drin wären wir jetzt in Kapitel 3. Und ich habe ihn hier jetzt wieder hervorgehoben, was ich nicht tun würde. Pausieren Sie wieder kurz, überlegen Sie, warum das vielleicht nicht sein sollte, und dann sage ich Ihnen warum. Okay, wir haben hier eine inhaltliche Wiederholung. Wenn Sie es durchsprechen, wird es Ihnen klar. Sie würden sagen, okay, Leben auf Mars und Co. Ich bin jetzt hier beim Kapitel Voraussetzungen, also wie müssen Planeten und Monde beschaffen sein. Planeten brauchen gewisses Wasservorkommen, weil Wasser ist elementar. Es darf nicht zu heiß, nicht zu kalt sein. Und wir brauchen einen gewissen UV-Schutz, sonst kriegen wir alle Hautkrebs. Dann komme ich auf Monde zu sprechen. Die brauchen gewisses Wasservorkommen, weil Wasser ist elementar. Es darf nicht zu heiß, nicht zu kalt sein. Und es braucht einen gewissen UV-Schutz, sonst kriegen wir alle Hautkrebs. Oh, ich wiederhole mich. Also in dem Fall hier ist es jetzt übertrieben stark. Sie rollen jetzt vielleicht mit den Augen und sagen, ja, das merkt man doch. Aber oft ist es wirklich so, dass Sie entweder wirklich Unterpunkte haben, die gleich heißen. Also das hier kann schon mal vorkommen, wenn Sie einen Vergleich machen, wenn es tatsächlich Unterschiede gibt. Also gerade Amazon Prime und Netflix vom vorherigen Beispiel haben vielleicht völlig unterschiedliche Kundengruppen oder Größe oder Sparten oder Verbreitungsgebiete oder Lizenzierungsmodelle. Und dann haben Sie gleiche Unterpunkte. Sprechen Sie hier wirklich die Gliederung einmal durch und sagen Sie, was Sie da drin machen wollen. Und dann merken Sie, nee, das habe ich ja schon mal gemacht. Mein Tipp, geben Sie es jemandem, der Ahnung hat und jemandem, der keine Ahnung hat. Also geben, meine ich damit, lesen Sie es demjenigen vor. Und derjenige, der Ahnung hat, der weist Sie vielleicht darauf hin, dass Sie sich hier wiederholen. Und derjenige, der keine Ahnung hat, der kann das auch tun, aber der kann auch was viel Wertvolleres tun. Der kann Ihnen sagen, wo Sie ihn verloren haben. Also ein Familienmitglied kann sagen, Moment, wie kommt man jetzt von dem zu dem? Und dann wissen Sie, ah, mir fehlt hier noch ein Punkt. Sowas hier rauszulöschen, sollte so früh wie möglich passieren, weil wenn Sie hier damit gerechnet haben, 15 Seiten zu schreiben und Sie löschen das, klar, Sie haben es jetzt wenigstens noch gemerkt, aber trotzdem fehlen Ihnen jetzt 15 Seiten. Gut, also wie sieht das Ding nachher aus? Ganz einfach, es gibt hier den Punkt Voraussetzungen für Planeten und für Monde. Das ist das Gleiche, deswegen werden die jetzt hier zusammengeführt. Und jetzt gehen wir nochmal rückwärts und wenn Sie alle die Schritte, die jetzt da waren, gemacht haben, dann haben Sie auf jeden Fall eine gute Gliederung. Also das Erste, was Sie überlegen, wenn Sie Ihre vorläufige Gliederung haben, ist, habe ich irgendwas doppelt? Das streichen Sie als allererstes, weil doppelte Dinge müssen nicht sein. Man braucht sich nicht wiederholen in einer wissenschaftlichen Arbeit, wenn die einen guten roten Faden hat. Dann als nächstes, haben Sie jetzt noch irgendwas drin, was hier eigentlich gar nicht reingehört? Also es ist zwar nicht doppelt, aber es ist unnötig. Wenn es unnötig ist, wenn es sowas wie die Firmengeschichte ist, wenn es sowas wie hier verschiedene Serien sind, die eigentlich nichts bringen, außer dass es sich schön liest, weg. Gnadenlos weg. Trimmen Sie so viel Fett, wie Sie irgendwie können. Ihre Arbeit sollte schlank und stringent und wirklich einfach auf den Punkt sein. Und als letztes, wenn Sie also nichts Doppeltes mehr haben, wenn Sie nichts Unnötiges mehr drin haben, dann schauen Sie jetzt nochmal, wie ist an sich Ihr Wording, also wie verkaufen Sie es gerade hier drin. Haben Sie ständig die gleichen einleitenden Worte, obwohl das nicht sein muss? Nehmen Sie Ihre Unterpunkte vorweg. Auch das kann dann zum Formalen gehören, was man jetzt am Ende noch rausnimmt. Und dann haben Sie jetzt noch Unterpunkte, die alleine auf Ihrer Hierarchieebene stehen. Das beheben Sie jetzt noch, das sind Formalia, aber die sind wichtig. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie wirklich eine wunderbare Gliederung. Und wenn Sie jetzt hier noch zwei Möglichkeiten auftun, so rum oder so rum gliedern, dann geht normalerweise beides. Als letztes von der Planung haben wir jetzt noch den Punkt Zeitplan. Da habe ich einfach nochmal reinkopiert von Tyson, auch der ist im Literaturverzeichnis. Ich will hier gar nicht groß drüber sprechen, ich will Ihnen nur ein, zwei Sachen zeigen. Nämlich, Sie sehen, dass die verschiedenen Abläufe eigentlich ziemlich stark überlappen. Zum Beispiel der Punkt Erste Fassung, der ist hier. Und Erste Fassung überlappt sehr stark mit eigentlich der Literaturbeschaffung und Auswertung, diese beiden Sachen hier. Das bedeutet für Sie, Sie müssen schon relativ früh anfangen zu schreiben. Sie können nicht alles lesen und dann erst schreiben. Sie denken sich, okay, aber dann wird ja meine erste Fassung wirklich gar nicht so gut. Wie kann ich denn schreiben, obwohl ich es noch gar nicht gelesen habe?
Ja, Ihre erste Fassung ist Ihre erste, danach kommen noch weitere. Da reden wir drüber bei dem Punkt Schreiben. Aber gewöhnen Sie sich dran, dass Sie schon sehr, sehr früh losschreiben. Hier, dieses ganze Ding liest sich jetzt übrigens noch so, wir haben eine minus erste Woche, das sind ein paar Vorbereitungen und dann geht es 8 Wochen lang durch. Also das wäre eine 8-wöchige Arbeit. Wenn Sie jetzt eine 12-wöchige Arbeit haben, dann machen Sie halt alles mal 1,5. Und wenn Sie nur eine Seminararbeit haben, die nur 4 Wochen hat, dann machen Sie halt alles mal 0,5 und dann kommen Sie da auch hin. Wichtig wäre übrigens hier die zweite Fassung. Hier 6. Woche, 7. Woche, 8. Woche, dann so langsam in die Ergebnisgestaltung. Vereinfacht gesagt kann man sagen, der Punkt Überarbeiten, der ist das letzte Viertel Ihrer Arbeit. Aber auch erst das letzte Viertel. Also Sie schreiben und beim Schreiben überarbeiten Sie noch nicht. Sie gucken nicht nach, ob da jetzt ein Komma hinkommt oder nicht oder wie genau man dieses Wort jetzt schreibt. Sie schreiben einfach. Dann tun Sie sich selber einen großen Gefallen. Okay, das war der große Punkt Planung. Der ist auch sehr, sehr wichtig, weil man muss erst planen, bevor man was ausführen kann. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Wir gucken uns jetzt an, wie man Literaturdaten sammelt, ganz kurz. Und dann, wie man die auswertet, relativ kurz. Und dann geht es in den großen und meiner Meinung nach wichtigen Punkt Schreiben über. Also, wir haben hier zuerst mal, wie sammelt man Literatur? Das sage ich jetzt einfach ganz frech. Schauen Sie sich ein Video über den Schnellkurs Literaturrecherche an. Das ist auch auf YouTube hier auf diesem Kanal. Dann schauen Sie noch sich gerne ein Video an mit Citavi oder mit EndNote, auch auf diesem Kanal. Da drinnen wird Ihnen erklärt, wie Sie die Programme benutzen und können dann automatisch zitieren. Also sowohl das Sammeln von Literatur als auch dann das Verarbeiten davon. Da habe ich andere Schulungsvideos, möchte ich jetzt hier nicht verdoppeln, weil man dann einfach nicht mehr hier so einen klaren Faden drin hat. Schauen Sie sich die an. Beim Datensammeln, im Gegensatz zur Literatur, da möchte ich jetzt sagen, was der Unterschied zwischen qualitativ und quantitativ sein soll. Qualitativ würde bedeuten, dass Sie nicht standardisierte Daten erheben. Und die Idee dahinter ist es, dass Sie flexibel und frei sind, um auf etwas einzugehen, was Sie vorher noch nicht wussten. Die qualitativen Methoden, also ich befrage 2, 3 Experten, ich mache einen Design Thinking Workshop mit 6, 7 Leuten, die sind geeignet, um neue Hypothesen, neue Zusammenhänge überhaupt erst zu entdecken. Also gerade wenn ein Thema sehr, sehr neu ist, dann können Sie sagen, ja, ich mache so etwas wenig Standardisiertes, damit ich eben neue Zusammenhänge entdecke. Da gibt ein Fragebogen, der stark durchnormiert ist, keinen Sinn, weil Sie wissen ja gar nicht, was Sie abfragen sollen, weil Sie die Zusammenhänge noch gar nicht haben. Dagegen quantitative Methoden, die kann man nutzen, wenn man wirklich zählbare Eigenschaften hat und wenn man seine Hypothese schon hat und jetzt will man die beweisen oder eben widerlegen. Man will wissen, stimmt diese Hypothese, stimmt diese Annahme. Und da ist ein Fragebogen sehr gut geeignet, sehr viel besser als jetzt 2, 3 Experteninterviews, weil Experteninterviews sind halt der Natur nach eher qualitativ. Der Experte sagt etwas, man geht darauf ein und es entwickelt sich in eine Richtung, man entdeckt Zusammenhänge. Aber beweisen kann man mehr was mit quantitativen Methoden. Und deswegen überlegen Sie sich, was will ich eigentlich gerade eben? Will ich überhaupt Zusammenhänge entdecken? Nehmen wir das Beispiel Digitalisierung an der Hochschule. Ist da schon viel da? Vielleicht noch nicht. Dann setze ich mich vielleicht in einem Design Thinking Workshop mit 6, 7 Studierenden zusammen und frage erstmal nach, wo klemmt es denn eigentlich gerade eben? An welcher Stelle könnte Digitalisierung sinnvoll sein oder was ist überhaupt zu beachten? Und dann komme ich vielleicht auf neue Ideen. Während quantitative Methoden, sagen wir in 10, 15 Jahren ist das Thema Digitalisierung durch. Und jetzt geht es darum, Erfolgsmessung. Hat das so geklappt? Oder andere Dinge, die man jetzt mit dem Fragebogen, mit anderen standardisierten Methoden gut abfragen und dann eben bestätigen oder widerlegen kann. Das heißt, das müssen Sie sich einfach überlegen. Ich habe hier unten auch noch jeweils Literatur genannt, was man da jetzt lesen könnte, damit Sie da einfach noch ein bisschen was an der Hand haben. Auswerten bedeutet jetzt, wir haben die Literatur gefunden und wir möchten die jetzt gern einschätzen. Und da möchte ich die Unterscheidung machen zwischen Forschungsquellen und Praxisquellen. Das ist eine Unterscheidung, die hätte ich sehr gern selber in meinem Studium gehabt. Die hätte mir sehr, sehr viel Mühe gespart. Die Sache ist einfach, denken Sie
wenn Sie was finden, nicht in, oh, kann ich das für meine Arbeit nehmen, sondern denken Sie, als was kann ich das für meine Arbeit nehmen? In welchem Teil? Eine Forschungsquelle, das wäre eine wirklich wissenschaftliche Quelle. Etwas, wo Sie in Ihrem Literaturverzeichnis gern Fett hervorheben würden, wo Sie gern in Gold hervorheben möchten, weil es so eine gute Quelle ist, weil es wirklich hohe Wissenschaft ist. Das wäre Ihr Fundament Ihrer Arbeit. Auf sowas basieren Sie. Das wäre das Wissen Ihrer Vorgänger in diesem Feld, also das, was bisher in Ihrem Feld gemacht wurde, wo Sie jetzt neu drauf aufsetzen. Die wirkliche Forschung. Andere Experten haben das und das und das gemacht und jetzt setze ich mit meiner Arbeit darauf auf. So, da ist normalerweise keine Frage, ob man die zitieren kann oder nicht. Da sagt jeder, ja, auf jeden Fall, die kann man zitieren. Da dagegen, das andere sind Praxisquellen. Das sind die Dinge, die in der Realität geschehen. Also die Geschäftsberichte von einem bestimmten Unternehmen oder die internen Abläufe, die internen Richtlinien von einem Unternehmen oder auch einfach die Nachrichten, was gerade eben passiert, wer ist pleite gegangen, wer hat wen geschluckt. Alle die Sachen sind Praxisquellen. Und die sind jetzt nicht irgendwie schlecht automatisch, nur die kann man halt nicht genau für das Gleiche nehmen. Die nimmt man als Verknüpfung ihrer Arbeit zur Praxis. Also ich kann schon eine Arbeit schreiben über ein bestimmtes Thema und dann mal die Südwestpresse zitieren oder eine andere Tageszeitung, eine regionale, aber ich kann halt damit nicht die Zusammenhänge der Finanzkrise erklären. Da würde sich die Südwestpresse übernehmen. Aber wenn die Südwestpresse sagt, dieser und jener kleine mittelständische Unternehmer ist jetzt pleite gegangen oder hier an dieser Stelle ist die Verkehrsführung in Ulm, Neu-Ulm zusammengebrochen aus diesem und jenem Grund, da kann sich die Südwestpresse auf jeden Fall dazu äußern. Das können sie dann nehmen. Und jetzt hier noch als Beispiel, sagen wir, Sie hätten diese These, französischsprachige Hintergrundmusik im Supermarkt sorgt dafür, dass eher französische Weine als Weine aus anderen Herkunftsländern gekauft werden. Das wäre jetzt Ihre Idee. Sie möchten gern wissen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und Sie finden jetzt zwei Sachen. Einmal finden Sie klinische Studien, in denen nachgewiesen wird, dass die Hintergrundmusik zumindest die unentschlossenen Personen beeinflusst. Und dann finden Sie noch ein internes Handbuch von Lidl oder von Aldi. Und da drin steht, bei einer Weinlagerknappheit soll bitte Musik aus anderen Ländern abgespielt werden, damit andere Weine gekauft werden und nicht noch mehr von diesem Wein, der jetzt schon bald leer ist. Und dann ist noch eine Strichliste dabei, die den Effekt dieser Maßnahme zeigt. So, und vor der letzten Folie hätten Sie jetzt gesagt, ja klar, ich nehme die klinischen Studien, die sind ja besser. Jetzt wissen Sie, ich darf beides nehmen. Aber ich darf es eben für verschiedene Dinge nehmen. Ich nehme die klinischen Studien als mein Fundament meiner Arbeit und ich nehme dann die internen Richtlinien von Aldi und von Lidl, um zu zeigen, ja, das wird auch tatsächlich in der Wirklichkeit gemacht. Also Unternehmen arbeiten danach. Es ist real. Damit machen sie ihre Arbeit näher an die Wirklichkeit. Was sie jetzt nicht machen dürfen, sie dürfen eine Praxisquelle nicht als Ersatz nehmen für eine Forschungsquelle. Also Sie dürfen jetzt nicht Ihre ganze Arbeit basieren auf der internen Richtlinie von Lidl oder auf der Strichliste. Und Sie dürfen nicht sagen, eine Praxisquelle beweist eine Forschungsquelle. Sie können nicht sagen, bei Aldi funktioniert das und deswegen hatte die Forschung recht. Sie können nicht sagen, ob da jetzt nicht andere Variablen im Spiel waren. Die Forschung beweist sich stets selber. Man kann die angucken und kann sagen, nee, Untersuchungsgröße, also zu wenige Leute untersucht. Oder andere methodische Fehler, da kann man Forschung bemängeln oder kann sagen, doch, das gibt Sinn, also je nachdem. Aber Sie können eben nicht sagen, weil es in der Praxis funktioniert, stimmt die Forschung. Die Forschung beweist sich selber. Und dann ist auch der Punkt Zitierwürdigkeit für Sie eigentlich jetzt sehr viel leichter geworden. Hier jetzt nur kurz, Zitierwürdigkeit ist eigentlich das, was Sie meistens meinen. Zitierfähigkeit. Im Gegensatz dazu bedeutet nur, man kann es an sich zitieren. Zitierfähigkeit heißt, es ist eindeutig, also für den Leser ist es erkennbar, was es sein soll, und für den Leser ist es findbar, auffindbar. Zum Beispiel wäre das hier jetzt alleine, hier drunter, eigentlich noch nicht zitierfähig gemacht, wenn ich nicht hinten ein Literaturverzeichnis hätte. Wenn meine letzte Folie fehlt, dann weiß kein Mensch, was Träger 2016 sein soll. Vielleicht gibt es mehrere Trägers, vielleicht gibt es mehrere Dinge, die dieser Träger in 2016 geschrieben hat. Dann ist es nicht zitierfähig im Moment.
Sie können Dinge also zitierfähig machen, indem Sie die mehr beschreiben, dann kann man die besser erkennen, und indem Sie die in den Anhang packen, dann können Sie die für den Leser wieder auffindbar machen. Das, was viel häufiger gemeint ist, ist Zitierwürdigkeit, hier drüben jetzt. Das meint, ist es das wert, ist es würdig, dass es zitiert werden darf? Und das hängt jetzt eben davon ab, was Sie da haben. Also nur weil es zitierfähig ist, ist es noch nicht zitierwürdig, klar. Aber für Praxisquellen gelten halt sehr viel niedrigere Ansprüche als für Forschungsquellen. Diese Strichliste von Aldi, die muss jetzt nicht super gut sein. Die hat garantiert kein Literaturverzeichnis. Aber die nehmen Sie eben auch als was ganz anderes als diese klinische Studie. Und die klinische Studie, die muss halt gut sein. Da kann man jetzt wirklich gucken, okay, Sample Size, wie viele Leute wurden da jetzt wirklich angeschaut? Oder waren es nur 3 Leute, die man getestet hat? Dann hat die klare methodische Fehler. Aber ganz andere Maßstäbe liegen für Aldi und für Lidl mit ihren Strichlisten an. Okay. Jetzt zum Punkt Schreiben. Also, was haben wir bisher gemacht? Wir haben die Arbeit geplant, wir haben Dinge gesammelt und ausgewertet, also Literatur oder Daten gesammelt und ausgewertet, und jetzt setzen wir uns an unsere erste Fassung ran. Das passiert schon relativ bald, wir haben noch gar nicht alles gelesen, und deswegen denken Sie jetzt hier oben bei diesem Ablauf auch nicht, dass diese 3 Punkte hintereinander kommen, sondern die 3 sind jetzt eigentlich in der Schleife oder im Wechsel oder passieren alle 3 immer und immer, immer wieder. Aber nur die 3. Mit der Planung sind Sie fertig, die ist nicht hier drinne, und die Überarbeitung, die ist noch nicht da. Kommasetzung ist noch sehr egal. Also, schreiben. Jetzt erstmal, was müssen wir überhaupt schreiben? Was muss denn alles rein? Und ich habe hier mal eine mögliche Liste gemacht, was in eine Abschlussarbeit, in eine Bachelorarbeit rein muss. Wir haben hier erstmal ein Titelblatt, dann den Sperrvermerk, dass es keiner lesen darf. Der wäre optional. Und dann noch Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, andere Verzeichnisse, der kleine Textteil, der am meisten Mühe macht, und bis runter zu Ihren losen Beilagen. Die Dinge, die fett sind, die sind auf jeden Fall notwendig. Die anderen Dinge sind eben, wenn sie zutreffen, notwendig. Also wenn Sie eben Abbildungen haben, brauchen Sie ein Abbildungsverzeichnis, spätestens ab 3 Abbildungen. Viel wertvoller jetzt für die HNU-Studierenden zumindest, die jetzt das Video schauen, ist, im Intranet gibt es die Formatvorlagen. Also da finden Sie eben schon das Titelblatt mit dem Sperrvermerk und mit der eidesstattlichen Erklärung. Sie brauchen das nicht selber in Word nachbasteln. Und Sie finden auch die Richtlinien der einzelnen Studiengänge. Vielleicht sagt der eine Studiengang, ja, die eidesstattliche Erklärung möchte ich ganz weit vorne haben. Und der nächste sagt, nö, die soll relativ weit hinten sein. Wenn Sie jetzt keine Formatvorlage finden, ich werde relativ bald auch noch ein Word-Tutorial aufnehmen, und da werde ich auch noch eine fertig formatierte Vorlage für Word anhängen. Da können Sie sich die runterladen. Also schauen Sie einfach mal auf dem Channel noch nach, ob es schon diese Word-Vorlage gibt, weil wenn Sie ein schönes Word-Dokument vorbereitet haben, haben Sie sehr viel weniger Arbeit, als wenn Sie von nichts aufsetzen und jetzt die ganzen Seitenränder und alles Mögliche einstellen müssen. So, konkrete Schreibtipps. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck, weil ich nehme hier am Stück auf. Wie schreibt man wissenschaftlich? Erstmal, Sie planen ein Viertel Ihrer Zeit, also bei einer 8 Wochen Arbeit, 2 Wochen für die Überarbeitung ein. Und dann wird Ihr Schreiben sehr viel angenehmer. Sie wissen, nee, Kommasetzung ist jetzt egal, Rechtschreibung, ich bin da vielleicht nicht so gut, aber es ist jetzt egal. Es geht darum, dass ich mir das Thema ausschreibe. Dann ermittle ich meinen Schreibtyp, wenn ich schon mal 1, 2 Seminararbeiten geschrieben habe. Ich brauche halt schon mal ein bisschen was ich geschrieben habe. Dann kann ich erst meinen Schreibtyp ermitteln. Warum? Zeige ich Ihnen. Wenn Sie da draufklicken würden, dann finden Sie dieses PDF. Welcher Schreibtyp sind Sie? Das ist von der TH Nürnberg, von deren Schreibzentrum. Klasse Schreibzentrum, haben viele gute Materialien online. Schauen Sie mal nach denen, geben Sie die in eine Suchmaschine ein, dann kommen Sie da raus. Und dieses Handout hier, das beschreibt jetzt, was für Schreibtypen möglich sind. Sie füllen hier also einfach aus, ich plane meinen Text vollständig im Kopf, ja, nein, stimmt es, und machen Sie ein Häkchen. Und am Ende zählen Sie, wie oft Sie den Buchstaben A oder B und so weiter hatten. Und das, was Sie jetzt am häufigsten hatten, das sind Sie dann von den Schreibtypen her. Das sind die 5 Schreibtypen, und auch auf der Präsentation verlinkt, also hier dann, Erläuterung der Schreibtypen, steht dann nochmal dran, was das genau bedeutet.
Das sind diese fünf Arten. Und ich würde jetzt die einfach nur auch hier kurz beschreiben noch, was das sein soll und wie man da dazu kam. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, nicht so wissenschaftlich, aber die Sache ist es, es ist schon wissenschaftlich. Ich erkläre Ihnen kurz, wie das gemacht wird. Um solche Dinge herauszufinden, dann macht man sehr, sehr viele Fragen, die Fragen, die oben waren, und man stellt die sehr, sehr vielen Leuten. Und dann schaut man nachträglich, ob jetzt bestimmte Fragen klumpen. Klumpen bedeutet, dass die immer gleich beantwortet werden. Zum Beispiel wäre die Frage, die Aussage, ich hasse Gliederungen und ich schreibe meinen Text gern völlig frei, oder ich entdecke gern meinen Text, die wird meistens gleich beantwortet, weil es eigentlich die gleiche Sache ist. Das heißt, die klumpt. Und man fragt jetzt sehr viele Dinge und möglicherweise fragt man auch Sachen, die mit gar nichts anderes klumpen, und dann merkt man, nee, das hat nichts damit zu tun. Also die Frage, ich mag Erdbeereis, ob die jetzt mit immer dem gleichen Schreibtipp klumpt, guckt man dann und merkt man, nee, und dann lässt man die weg. Aber irgendwann merkt man, dass die immer gleichen fünf Klumpen entstehen, die immer gleichen fünf Cluster. Und dann benennt man die, damit man die nachher noch klar auseinanderhalten kann. Das wären jetzt diese fünf Dinge. Es ist also nicht so, dass man jetzt willkürlich einen Strich gezogen hat und gesagt hat, ja, es sind fünf, es sind nicht sechs, es sind nicht vier, es sind fünf, sondern man hat eben fünf Klumpen gesehen. Und die gehe ich jetzt durch. Wir fangen an beim Architekten, weil das sind die häufigsten und für die ist das wissenschaftliche Schreiben auch sehr leicht. Architekten würden einen Text immer erst planen und dann ausführen. Ein Architekt plant etwas und dann wird es nachher gemacht. Das heißt, die Leute machen sich gern vor eine Gliederung, relativ tief, relativ ausgiebig, und danach werden die diese Gliederung umsetzen. Relativ von Anfang bis Ende, vielleicht ein bisschen Variation, aber im Wesentlichen Plan und dann Ausführung. So klappt es beim Architekten. Und das funktioniert auch ganz gut für den. Der hat relativ wenige Probleme beim wissenschaftlichen Schreiben. Da dagegen gibt es jetzt den Ölmaler. Wenn Sie auf Öl malen, dann haben Sie unendlich viele Chancen. Also wenn Sie die Mona Lisa hernehmen und an der jetzt runterkratzen, also wenn Sie es irgendwie an den Sicherheitsleuten vorbeischaffen und dann da runterkratzen eine Schicht, dann haben Sie drunter eine ältere Fassung, die ein bisschen schlechter ist. Und wenn Sie noch weiter kratzen, dann noch eine ältere Fassung. Das heißt, jemand, der auf Öl malt, der fängt mit einer ersten Version an, die noch nicht so gut ist, und dann macht er eine zweite, und dann macht er eine dritte, und dann macht er eine vierte. Aber er plant nicht vorher groß, weil er weiß, er kann nochmal drüber. Also bei einer 80-Seiten-Arbeit produziert er vielleicht 200 Seiten Text oder 300 Seiten Text, und am Ende nimmt er die 80 Seiten, die ihm passen. Kann man machen. Man läuft halt Gefahr, dass man in eine gewisse Richtung schreibt, die nachher unnötig ist, dass man viele Absätze oder gar Kapitel produziert, die der Forschungsfrage egal sind, weil man gerade eben so im Fluss drinne ist. Also dem gibt es Sinn, dass er sich so ein bisschen wenigstens grob die Pfosten einrammt, wo er schreiben möchte. Ölmaler sagen oft, ja, ich mag eigentlich Gliedern nicht so wirklich, aber wenn man zumindest sagt, okay, ich mache jetzt Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 und innerhalb von denen bewege ich mich dann frei. Kapitel 2 sind die Gefahren und Kapitel 3 sind die Sachen, was man jetzt tun kann, und innerhalb von dem bewege ich mich jetzt frei. Dann ist der besser aufgehoben. Im Vergleich dazu ist ein Aquarellmaler, wenn sie das sind, das wäre sehr, sehr selten, der hat nur genau eine Chance, ein Aquarellmaler. Also wenn sie ein Aquarell malen, wenn die Farbe trocken ist, ist es vorbei. Das Werk ist fertig, so gut oder so schlecht, wie es jetzt eben ist. Und das heißt, in Bezug aufs wissenschaftliche Schreiben, ein Aquarellmaler, der schreibt seine Arbeit in einem Rutsch, in einem einzigen Go. Bedeutet, der hat keine Gliederung, der hat nichts, was er schon mal ein bisschen hat, dem kann man kein Feedback geben, weil er hat nichts. Er schreibt die Arbeit komplett im Kopf. Es gibt Doktoranden, die haben ihre Arbeit völlig im Kopf geschrieben, die werden immer blasser und irgendwann in der letzten Woche verschwinden die, und dann spucken die ihre Arbeit aus, perfekt durchformatiert mit allen Fußnoten, mit dem Literaturverzeichnis, mit allem. Also das ist niemand, der jetzt einfach nur schiebt. Wenn sie merken, wenn ihre Arbeit nicht perfekt durchformatiert ist, dann sind sie kein Aquarellmaler, dann haben sie einfach nur geschoben. Aber der hier, das sollte unbedingt sich zwingen, dass er trotzdem wenigstens über die Arbeit spricht oder eine vorläufige Gliederung abgibt, damit man ihm Feedback geben kann, dass es vielleicht in die falsche Richtung geht. Weil bei diesem einen Rutsch kann man halt nachher nicht mehr viel ändern. Dann gibt's den Zeichner. Wie zeichnet man? Man hat ein Blatt vor sich und dann kann man an der einen Stelle, kann man links unten was machen, und jetzt denkt man sich, oh, da wäre doch ein Baum da drüben ganz gut, macht man rechts oben was. Also man kann springen.
Und so arbeitet der Zeichner beim wissenschaftlichen Arbeiten. Der macht immer genau das, was ihm Spaß macht. Das heißt, der geht an das Word-Dokument und sagt sich, Definition, gerade nicht so wirklich Lust, aber so eine richtig tolle Kopfzeile, doch, die wär's jetzt. Ich mache so eine richtig tolle Kopfzeile erstmal, wo die Überschrift auftaucht und wo das dann alles wirklich schön durchformatiert ist. Das ist schön und gut, der kann sich lange motivieren, bis zu jenem kritischen Punkt, wo er eben alles gemacht hat, was Spaß gemacht hat an der Arbeit. Und jetzt wissen Sie ja, welcher andere Teil übrig geblieben ist. Also wenn Sie wirklich 50-50 gemacht haben und jetzt nur noch das Eklige übrig bleibt, schlecht. Deswegen sollte sich der Zeichner so ein bisschen selbst belohnen. Der sollte sich sagen, Definition, ich habe nicht so wirklich Lust drauf, aber die mache ich jetzt und danach belohne ich mich, ich mache so eine richtig tolle Kopfzeile. Und dann kann er eben sich selber belohnen und kriegt auch die Sachen erledigt, die nicht so wirklich schön sind. So, und Maurer wäre der Letzte. Wie mauert man? Man setzt einen Stein hin und der ist perfekt, an den muss man nie wieder hin und dann kommt der nächste Stein. Und man muss halt eine Reihe fertig machen, bevor der nächste kommt. Das ist der Maurer. Der Maurer, der schreibt jeden Absatz, den gießt er in Stein oder den meißelt der ist aus Gold gegossen. Der wird nie wieder angefasst. Der macht quasi die Überarbeitung mit rein, weil er nie wieder diesen Absatz anfassen möchte. Das ist so lang gut und schön, wie der vorankommt, aber irgendwann kommt dieser eine Punkt, wo er diesen Satz nicht schön formulieren kann. Oder wo er die Daten noch nicht hat, das Experteninterview noch nicht hat, aber jetzt kann er ja auch nicht drüber hinausarbeiten, weil dann wäre eine Lücke in der Mauer. Der muss sich davon lösen, von seinem Perfektionismus, muss sagen, doch, jetzt, ich schreibe schon mal das Kapitel grob vor, ich mache einfach mal 5 Minuten lang ein Focus Writing, das heißt, ich lege die Finger auf die Tastatur und ich darf nicht stillhalten. Ich schreibe, 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 schreibe und das meiste, was dabei rauskommt, kann ich nachher nicht brauchen, aber ein, zwei gute Ideen kommen vielleicht raus. Und das kann er ja auch machen, nachdem er zwei, drei gute Absätze gemacht hat. Kann er sagen, okay, meine DIN A4-Seite für heute ist durch und für morgen mache ich schon mal so ein kleines Focus-Writing, produziere ein bisschen einfach eine halbe Seite, dreiviertel Seite Text, damit ich mich löse von dieser Angst vorm leeren Blatt oder von meinem eigenen Perfektionismus. Und genauso gut, ich kann auch mal schon Kapitel 5 schreiben, obwohl ich Kapitel 4 noch nicht habe, weil die Experteninterviews sind halt erst in einem Monat. Dann ist es halt nicht eine Lücke in meiner Mauer, dann ist es ein Fenster. Also ich bin Maurer. Ich habe genau dieses Problem und mir hilft es unglaublich, wenn ich mich löse von meinem eigenen Perfektionismus und sage, es gibt noch eine zweiwöchige Überarbeitung bei einer 8 Wochen Arbeit, also ein Viertel der Zeit, da kann ich noch mal drüber. Nichts, was ich jetzt schreibe, ist final. So, wir sind wieder zurück in der Präsentation und Sie sehen hier auf einmal, diese jetzt leicht peinliche PowerPoint-Animation. Sie denken sich, okay, jetzt macht es das dritte Mal, warum? Ich mache das, damit Sie, wenn Sie aus dieser Schulung rauslaufen, aus diesem Video, sich dieses eine Wort einprägen, Hilfstext. Wenn irgendjemand Sie fragt, wie war dieses Video, sagen Sie dem ins Gesicht, Hilfstext. Weil das schreiben Sie. Sie schreiben Ihren eigenen persönlichen Hilfstext. Sie schreiben, um auf dem Blatt zu denken. Sie denken auf dem Blatt. Gewöhnen Sie sich an diese Idee. Sie schreiben keine Prüfungsleistung. Sie schreiben Ihren Hilfstext. Sie schreiben nicht einen Aufsatz, wo Sie nur eine Chance haben und wenn Sie den Stift niederlegen, wird das sofort bewertet. Ihr Hilfstext, Ihre erste Fassung, die sieht wahrscheinlich gnadenlos schlecht aus, aber das ist völlig in Ordnung, weil es nur Ihnen hilft, zur zweiten Fassung zu kommen. Und die zweite hilft Ihnen, zur dritten zu kommen. Und irgendwann am Ende steht dann mal eine Endfassung, die benotet wird. Aber nicht die erste und die zweite Fassung. Das ist nur Ihr Hilfsmittel, Ihr Gerüst, um nachzudenken. Sie können auch sich so das denken, das wäre ein Haus. Wie sieht ein Haus im Bau aus? Hässlich. Da sind Gerüste drum. Das sieht krumm und schief aus. Und es wird erst nach und nach gut. Am Ende kommt da Putz drüber. Gut, die Metapher fällt ein bisschen auseinander. Sie sollten schon grob den richtigen Plan haben beim Haus. Aber bei der wissenschaftlichen Arbeit gilt, Sie können alles nochmal drüber bügeln. Es ist Hilfstext. Was Sie jetzt generell immer machen können, während Sie schreiben, ist, behalten Sie Ihre Fragestellung im Blick. Machen Sie die vielleicht sogar über Ihren Laptop drüber. Kleben Sie sich die oben dran. Machen Sie den Desktop-Hintergrund als Poster über Ihrem Bett. Was ist Ihre Forschungsfrage? Und immer wenn Sie dann schwimmen bei einem gewissen Textteil, wenn Sie einen Absatz schreiben, schreiben, schreiben und Sie merken,
was mache ich hier eigentlich? Dann schauen Sie Ihre Forschungsfrage an und dann denken Sie sich, oh ja, stimmt, ich schreibe gerade einen Absatz, den ich nachher gar nicht brauche. Und dann lassen Sie den weg und kehren Sie zurück zur Beantwortung Ihrer Frage. Und gewöhnen Sie sich an den Erkenntnisgewinn Ihrer Arbeit. Sie haben Ihre erste Fassung schon, wenn Sie noch nicht alles gelesen haben. Das heißt, Sie können noch gar nicht alles wissen. Sie müssen nachher neue Sachen einpflegen. Das ist Ihr Erkenntnisgewinn. Umgekehrt gesprochen eben, Sie wissen am Anfang noch nicht alles. Sie können nicht am Anfang perfekt schreiben. Sie werden überarbeiten. Gewöhnen Sie sich dran. Das entlastet Ihre erste Fassung ungemein. Und belegen Sie statt behaupten. Das heißt, also das weiß jeder, aber was ich damit noch speziell meine, ist, schreiben Sie nicht Ihre erste Arbeit komplett und suchen Sie danach die Literatur erst, die jetzt das belegt, was Sie da geschrieben haben. Das ist nicht gemeint. Also verarbeiten Sie Literatur und arbeiten Sie mit der Literatur auch schon in der ersten Fassung, auch wenn es noch nicht alle Literatur ist. Aber nicht erst schreiben und dann nachher irgendwelche Belege suchen. So. Beim wissenschaftlichen Arbeiten müssen Sie oft zitieren. Zitieren ist für viele ein rotes Tuch, weil es halt so viele Formalia sind und weil so viele kleine Dinge reinkommen, die es schwer machen. Ich kann Ihnen jetzt ein paar Sachen empfehlen. Also wie man korrekt empfehlen kann. Ich kann Ihnen sagen, wie man da sehr, sehr viel leichter durchrutscht und wie man viel weniger Mühe hat, viel weniger Stress. Erstmal, wenn Sie jetzt an der HNU sind und das Video schauen, es gibt keinen zentralen Zitierstil an der HNU. Wenn Sie von einer anderen Hochschule oder Uni sind, da meistens auch nicht. Es gibt jetzt bei uns an der HNU eine Seite, die heißt Zitierstile an der HNU. Und wenn man die anklickt, dann steht hier drin, welcher Dozent welchen Zitierstil gerne möchte. Also da kann man den jeweiligen Dozent anklicken und sieht dann zum einen, was möchte dieser Dozent. So hier, also empfohlene Zitierstile. In dem Fall wurde eine Unterscheidung gemacht von deutschen Arbeiten und von englischen Arbeiten. Und dann kommt immer noch der Block Stile in Citavi bzw. EndNote, die diesen Empfehlungen entsprechen. Also wie kriege ich das jetzt in Citavi hin? Wie kriege ich das in EndNote hin? Und da können Sie eben den Zitierstil nachher wählen und können jetzt einfach loslegen. Weil, wenn Sie mit Citavi oder mit EndNote arbeiten, und da habe ich Videos, schauen Sie sich die an, dann nehmen Sie sich unglaublich viel Last ab. Die Programme sind jetzt kein Allheilmittel. Man muss trotzdem noch wissen, wie man zitiert, welche Angaben wichtig sind. Aber das lernen Sie in den Videos. Es macht alles sehr, sehr viel einfacher. Was man jetzt auch generell immer noch sagen kann über das Zitieren, machen Sie kenntlich, wo Ihr fremder Gedanke beginnt und wo er endet. Es gibt häufig die Frage, ja, ich habe jetzt hier einen ganzen Absatz, der geht über 8 Zeilen und ich habe jetzt am Ende eine Fußnote. Reicht es? Oder ich habe am Ende eine Klammer gemäß Harvard. Reicht es? Na, streng genommen zählt jede Klammer, jede Fußnote nur für die eine Behauptung, für die eine Aussage direkt davor. Also nicht mal für den Satz, sondern wenn dieser Satz 2 Aussagen hätte, bräuchten wir eigentlich 2 Fußnoten. Die eine nach der ersten Hälfte, die andere am Ende vom Satz. Wenn jetzt aber Ihr kompletter Absatz von einer gleichen Quelle kommt, dann brauchen Sie nicht 27 Mal die gleiche Fußnote zu setzen, sondern Sie machen am Anfang kenntlich, dass alles, was jetzt folgt, von dem gleichen ist. Sie können am Anfang von Ihrem Absatz sagen, Kaltenbach ist der Auffassung, dann kommen Ihre 7, 8 Sätze und am Ende kommt eine Fußnote, wo dran steht, Kaltenbach 2014, Seite 10 bis 25. Dann weiß jeder, wo es anfängt und wo es aufhört. Also die Nennung der Autoren am Anfang spart Ihnen viele redundante Fußnoten. Und was man auch sagen kann, wörtliche Zitate, also die mit Anführungszeichen, die, wo man genau den Wortlaut nimmt, so selten wie irgend möglich. Wenn der Wortlaut wichtig ist, dann ja, gerade bei Definitionen gerne mal, aber ansonsten, wenn es nur um den Gedanken geht, indirekt zitieren, weil indirekte Zitate in Ihren eigenen Worten sind und den Textfluss nicht stören. Viele wörtliche Zitate, die stören ungemein, die zerfleddern den Text. Und Sekundärzitate, vermeiden Sie die, lesen Sie die Ursprungsquelle. Das würde ich jetzt gern kurz zeigen in Word. Wie würde das aussehen? Sagen wir, Sie haben eine bestimmte Quelle. Also Sie lesen etwas und Sie finden den Gedanken gut. Und jetzt steht da aber drunter Kaltenbach 2014, Seite 5. Also das Buch, das Sie in der Hand hätten, wäre der Müller 2018,
Und Sie finden diesen guten Satz auf Seite 30. So, das ist das Buch, das Sie haben. Buch, das Sie haben. Und das hier wäre die Ursprungsquelle. Jetzt ist es so, Sie müssen immer die Ursprungsquelle auffinden. Heißt, Sie lesen ein Buch, da steht dann drunter Kaltenbach 2014, dann müssen Sie sagen, okay, den suche ich jetzt. Es können jetzt zwei Sachen passieren. Entweder Sie kriegen den her, also der ist in der Bibliothek da, oder der ist nicht da, aber wenigstens über Fernlay bestellbar und nach 7 Werktagen ist er dann da. Dann arbeiten Sie direkt mit dem. Oder Sie kriegen den eben nicht her. Er ist nicht per Fernlay bestellbar, weil er ist eine sehr teure Studie. Oder es gibt es nirgendwo mehr. Oder Sie kriegen es im Rahmen der Zeit nicht mehr her. Sie haben nur noch 3-4 Tage für die Seminararbeit. Dann dürfen Sie ein Sekundärzitat machen. Und das sieht folgendermaßen aus. Sie haben die Ursprungsquelle. Sie haben die Quelle, die Sie haben. Und dazwischen steht, zitiert nach, und dann kommt die Ursprungsquelle. Da kommt die Quelle, die Sie hatten. Das heißt, Sie sagen Ihrem Leser hier, lieber Leser, dieser Gedanke stammt eigentlich aus Kaltenbach 2014, aus Seite 5, aber ich zitiere ihn nach Müller 2018, Seite 30, denn nur Müller hatte ich in der Hand. Das dürfen Sie immer machen, wenn Sie die Literatur nicht mehr beschaffen konnten. Was Sie nicht tun können, ist einfach zu behaupten, Sie hätten den Kaltenbach gehabt. Das kann peinlich werden, weil vielleicht Ihr Dozent auch mal genau diesen Kaltenbach haben wollte und damals hat die Bibliothek gesagt, nee, kriegen wir nicht her. Wie kamen Sie jetzt dran? Das fällt auf. Und Sie dürfen nicht einfach tun, als wäre es aus dem Müller gewesen. Also Sie dürfen bei Ihrem Zitat auch nicht einfach Müller schreiben, weil dann erschaffen Sie einen Zitierwurm. Jeder muss immer stets genau die Ursprungsquelle zitieren, damit jeder neue Leser zwar eins zurück muss, aber auch maximal eins zurück muss. Kaltenbach ist der Urheber des Gedankens. Es kann nicht sein, dass Sie sich den Kaltenbach bestellen als Fernleihe und dann zitiert der wieder jemand Neuen. Das darf nicht sein. Kaltenbach muss die Ursprungsquelle sein. Wenn das nicht war, dann hätte der Müller schon von vornherein nicht den Kaltenbach benutzen dürfen, sondern die Ursprungsquelle. Also immer die Ursprungsquelle, damit jeder maximal eins zurück muss, weil sonst der Zitierwurm entsteht. Also vermeiden Sie die Sekundärzitate, lesen Sie die Ursprungsquelle. Sekundärzitate, also dieses zitiert nach, sind halt Gebrauchzitate und Tyson vergleicht die mit der Zuverlässigkeit von einem Gebrauchtwagen. Es kann funktionieren, häufiger wird man allerdings gründlich enttäuscht. Ich persönlich finde jetzt einen Jahreswagen schon ziemlich klasse, aber wenn Sie jetzt wirklich etwas haben, wo mehr als bedenklich aussieht, ein Auto, das trifft es eher. Also wenn Sie, ja, wenn Sie ein Sekundärzitat machen und dem einfach glauben, werden Sie öfter mal als nicht auf die Nase fallen. Ich habe gerade überlegt, ob ich da eine Geschichte erzähle, aber ich lasse die jetzt einfach weg. Dann, wie zitiert man jetzt an sich korrekt? Beim Zitieren haben Sie ja ein Literaturverzeichnis am Ende, da stecken alle Angaben zu dem Werk drin und im Text benutzen Sie nur eine verkürzte Angabe. Also im Text steht nur Ihr Kaltenbach 2014 und im Literaturverzeichnis steht dann komplett Kaltenbach 2014, der Titel, der Verlag, die Auflage und all die Dinge, die Ihnen vielleicht jetzt Mühe oder Stress bereiten, weil Sie nicht wissen, was da reinkommt. Das Schöne ist, es kommen immer die gleichen paar wenigen Sachen rein, nämlich 5. 5 Dinge. Das erste wäre, wer ist verantwortlich? Das ist der Anfang von jedem Literaturverzeichnis-Eintrag, der Verantwortliche. Das ist meistens Ihr Autor, kann aber genauso gut ein Herausgeber oder eine Institution sein. Also Daimler kann auf der Internetseite was schreiben bei über uns und dann ist einfach der Verantwortliche Daimler. Da brauche ich keinen Autor. Da brauche ich keinen Autor, nicht Autor. Wenn wir gerade bei Daimler sind. Als nächstes, wann? Wann ist es erschienen? Das wäre das Jahr. Was ist es? Das wäre unser Titel. Und gerne auch mal noch eine Dokumenttypbeschreibung, also in eckigen Klammern dahinter, sowas wie Experteninterview oder in eckigen Klammern Video oder in eckigen Klammern Pressemitteilung. Weil dann hat der Leser von Ihrem Literaturverzeichnis schon eine Ahnung, was das denn am Ende sein soll. Hilft ihm, das einzuordnen. Dann die Version, die ist nur nötig, wenn Sie mehrere Versionen haben. Das ist auch der Grund, warum man, also meistens wäre die Version die Auflage von einem Buch,
Das ist auch der Grund, warum die erste Auflage nicht genannt wird, weil 95% der Bücher nur die erste Auflage bekommen und dann nie wieder eine zweite. Die meisten Fachbücher kommen auf den Markt und nach einer Saison sterben die. Die kommen nie wieder. Die werden nicht nochmal gedruckt, weil sie nicht so stark nachgefragt wurden. Deswegen hat man sich geeinigt beim Zitieren, nee, ich möchte die erste Auflage nie nennen, weil das wäre ständig eine Angabe und die ist unnötig. Aber ab der zweiten, da mache ich dann die Angabe, damit eben klar unterschieden werden kann. So, und jetzt das Letzte, was wir noch haben. Wo kriege ich es her? Das wäre für Ihren Leser am wichtigsten. Er hat jetzt Ihren Eintrag im Literaturverzeichnis und jetzt muss er wissen, wo kriege ich jetzt dieses Buch her oder dieses Internetdokument her oder diesen Zeitschriftenaufsatz? Wo finde ich den jetzt? Ich möchte den gern selber lesen, ich hätte den gern. Wo ist der? Und es wäre meistens, wenn ein Ding selbstständig erschienen ist, ein Ort und ein Verlag, jemand, der es eben gemacht hat. Oder es wäre, wenn das Ding nicht irgendwo erschienen ist, sondern nur online ist, eine URL, also eine Online-Adresse und ein Zugriffsdatum. Oder wenn das Ding weder selbstständig erschienen ist, noch im Internet selber ist, dann ist es vielleicht in was Größerem drin, dann ist es in einer Zeitschrift drin oder in einem Sammelwerk. Diese drei Möglichkeiten haben Sie generell und wenn Sie eine von den drei angeben, dann ist es schon bedient. Ihr Leser braucht jetzt nicht alle drei oder zwei davon, es reicht eins. Wie sieht das jetzt konkret aus? Wir hätten jetzt hier ein Buch, ein Internetdokument, einen Zeitschriftenaufsatz und wir hätten noch einen Beitrag in einem Sammelwerk, also einen Beitrag in einem Buch, das aus vielen Aufsätzen, aus klar unterscheidbaren Aufsätzen besteht. Die vier Dinge reichen Ihnen eigentlich in jedem Zitierstil. Mit denen können Sie alles anlegen, was Sie brauchen. Im Citavi und im EndNote-Video gehe ich ausführlich auf diese vier Sachen nochmal ein. Und wenn Sie sich an denen entlanghangeln, können Sie wirklich alles zitieren. Sie können es gern pausieren und die kurz angucken, weil wir gucken uns jetzt direkt danach noch an. Ah, eine Sache noch vorher. Wenn Sie zitieren, das hier, das Cover, nehmen Sie nie beim Zitieren, sondern Sie nehmen das, was im Buch drin steckt. Im Buch ist immer noch eine Titelseite drin. Da sieht man jetzt hier, dieses Buch heißt Praxisbuch Web 2.0 und der Untertitel wäre Moderne Webseiten programmieren und gestalten. Warum finde ich den Untertitel hier auf diesem Cover nicht? Weil das Cover oft unabhängig vom eigentlichen Buch entsteht. Man macht vielleicht ein Cover-Artist da etwas. Das Buch wird so vertrieben, wie es in der innen drin auf der Titelseite steht. Das Cover-Artwork soll nur im Wesentlichen eigentlich dem Verkauf dienen. Soll gut aussehen in der Buchhandlung und in einem kleinen Thumbnail auf Amazon. Zitieren Sie nicht nach dem Cover, das wäre bei dem hier sowieso eine ziemliche Angelegenheit, das irgendwie hier unterzubringen. Zitieren Sie immer nach dem, was im Buch auf der Titelseite und dann auf der Rückseite steht. Auf der Rückseite steht immer Ihr Copyright, das ist Ihr Jahr, Ihr Verlagsort, Ihr Verlag. So, aber jetzt habe ich hier noch vier Beispiele, was da jeweils schief gelaufen ist, können wir dann gemeinsam rausfinden. Sie können dann mal das Video pausieren und danach sage ich Ihnen, was da falsch war und wie das besser aussehen würde. Also, wir haben hier die fünf Dinge als kleine Gedankenstütze. Sie können sonst auch noch mal zurückspringen. Und das erste, was wir hätten, wäre dieser Eintrag. Also, Sie pausieren jetzt kurz und dann überlegen Sie, was hier nicht stimmt. Gut, was stimmt hier nicht? Naja, schauen wir uns das an. Uns fehlt ein Jahr. Erstmal. Uns fehlt aber auch noch die komplette Angabe, wo wir diesen Zeitschriftenaufsatz finden. Also es kann nicht sein, dass die Zeitschrift ohne Jahr war. Es gibt immer ein Jahr, wo dieser Aufsatz erschienen ist, selbst wenn der jetzt nur online first erschienen wäre. Und es gibt auf jeden Fall dann auch ein Heft und es gibt ein Seiten in diesem Heft, wo wir diesen Aufsatz finden. Wenn Sie diesen oberen Dinger hier nehmen und Ihrem Leser nur das geben, dann weiß der gar nicht, selbst wenn die Bibliothek die Zeitschrift hat, jetzt geht er ins Regal von der Zeitschrift für Wirtschaftsforschung und sein Arm hängt zitternd in der Luft, weil er nicht weiß, welchen Band soll er jetzt greifen, den 1999er, den 2000er, den 2001er. Er muss den 2017 ergreifen und da drin braucht er dann Heft 3 und Seite 210, da fängt der Aufsatz an. Okay, nächstes Beispiel. Hier, das können Sie jetzt nicht wirklich selber testen, aber was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, da steckt eine Session-ID drin in dieser URL. Die ist schon auffällig lang, verdächtig lang. Und was hier jetzt gerade passiert ist, ist, wir haben eine URL, die nicht mehr funktioniert.
Eine URL ist etwas, wo häufig mal eine Session-ID drinsteckt oder SID. Das heißt, dass diese Sitzung nur für Sie galt und nur eine halbe Stunde galt. Und jetzt fragen Sie sich, okay, will er jetzt, dass ich jede URL durchschaue, ob die jetzt sowas drin hat? Nee, ich möchte, dass Sie die URL einfach nochmal wirklich prüfen, wenn Sie am Ende Ihrer Arbeit dann hinschreiben, zuletzt geprüft am. Es gibt nichts Peinlicheres, wie das hinzuschreiben und dann so eine URL zu haben, die aber von vornherein offensichtlich, zumindest für einen IT-Dozent, nicht mehr geht. Sie suchen also eine permanente URL, so wie jetzt hier unten die. Das Beispiel ist erfunden. Und wenn Sie keine permanente URL hinkriegen von dem Ding, dann machen Sie die Ebene darüber. Damit meine ich, Beispiel, es gab mal eine Studentin, die hat bei mir nachgefragt, sie hat eine Suchmaschine von Krankenhäusern, da kann man eine Postleitzahl eingeben und dann kriegt man die Krankenhäuser in der Nähe und man kann auch verschiedene Kriterien eingeben, also bestimmte Größe, Kreiszahl, ja, nein, andere Dinge. Und es war halt so, dass nur die Startseite dieser Suchmaschine verlinkbar war, alles danach hatte eine Session, war nicht verlinkbar. Aber sie wollte gern das Ergebnis da verlinken. Sie wollte gern zeigen, diese und jene Krankenhäuser haben Kreissäle im Umkreis von 200 Kilometern um Neu-Ulm. Was macht man dann? Man verlinkt nur die Startseite. Und im Text schildert man dann, welchen Klickpfad man genommen hat, was für Einschränkkriterien man vorgenommen hat. Und so ist es einfach zitierfähig. Sie geben dem Leser eine URL, die noch funktioniert. Und im Text selber sagen sie ihm, was da gemacht wurde. So, drittes, mein Lieblingsdokument, überlegen Sie kurz, pausieren Sie wieder kurz und dann geht's weiter. Das Problem von dem Ding hier wäre, stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten selber zufällig bei Daimler und denken sich, oh Junge, jetzt komme ich ja trotzdem da dran ran, obwohl es intern ist und jetzt gehen Sie rein bei Daimler, Sie gehen durchs Foyer, der Pförtner kennt Sie, Sie kennen den Pförtner, Sie sind partout und dann sagen Sie ihm, gib mir doch mal bitte das interne Dokument. Jetzt merken Sie, was das Problem hier allein schon wäre. Sie haben keinen Titel. Der Datenschutz geht nie so weit, dass Sie den Titel nicht nennen dürfen. Wenn Sie Angst haben, dass dieses Ding hier irgendwie vertrauliche Information wäre, dann geben Sie Ihrer Arbeit einfach einen Sperrvermerk. Dann kann die niemand mehr einsehen, außer die Dozenten, die das Ding bewerten. Aber die müssen es eben bewerten können. Und das heißt, Entschuldigung, dass sie diese Richtlinien zum Umgang mit Interview- und Besichtigungsanfragen einfach trotzdem nennen müssen. Es muss klar sein, dass es um die geht. Es gibt bei Daimler bestimmt unendlich viele interne Dokumente und sie müssen halt sagen, welches. Also nicht den Titel weglassen aus Angst, dass man es nicht nennen darf. Sperrvermerk drüber, alles gut. So, und der letzte. Ich nehme nochmal einen Schluck. Was stimmt hier nicht? Sie können noch mal kurz pausieren. Also, das Erste, was man hier sieht, worum es jetzt aber gar nicht im Wesentlichen geht, ist dieses Doktor. Sie nennen nie akademische Titel, weil die Menschen im Leben normalerweise akademische Titel anhäufen. Also der ist jetzt hier Doktor, in ein paar Jahren ist er Professor Doktor, dann ist er Professor Doktor H.C. Mult, weil er viele Ehrendoktortitel hat. Muss man den jetzt in unterschiedlichen Arten und Weisen angeben, je nachdem, was er zu dem Zeitpunkt war. Man hat sich geeinigt, nee, einfach nur Weidmann. Ist einfach nur der Weidmann. Niemals die Titel mitnehmen. Auch wenn Sie jetzt Ihren eigenen Dozent zitieren und Sie wissen, der ist stolz auf seinen Titel. Egal, Titel weglassen, alles andere wäre falsch. Aber in dem Fall geht es gar nicht darum, oder nicht nur, sondern es geht hier um was anderes, was jetzt zugegebenermaßen für Sie auch schwierig ist, so zu sehen. Aber wenn Sie das Dokument selber aufrufen würden, das ist frei verfügbar, dann würden Sie nirgendwo den Weidmann sehen auf dem Cover oder auch auf den Titelseiten oder irgendwo. Nirgendwo außer irgendwo ganz weit unten im Impressum, wo der dann drin steht, als Chef der Deutschen Bundesbank. Und warum ist er dann trotzdem hier oben in diesem Beispiel drinne? Das ist ein reales Beispiel, das habe ich so gesehen. Weil die Menschen krampfhaft nach einem Autor suchen, auch wenn es gar keinen gibt. Weil sie denken, sie brauchen eine Person. Und das hatte ich Ihnen vorhin bei Wer gesagt, sie brauchen ja keine Person. Es darf gern eine Institution sein. Wenn der Monatsbericht der Bundesbank rauskommt,
von der Deutschen Bundesbank, wenn nur die vorne draufsteht und kein einzelner Autor, dann nehmen Sie die Deutsche Bundesbank. Bei Arbeitslosenzahlen von der Bundesagentur für Arbeit nehmen Sie die Bundesagentur für Arbeit. Sie brauchen nicht jetzt irgendwo im Impressum oder irgendwo suchen nach dem einen kleinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die diesen Text gemacht hat in diesem Fall. Okay. Letzter Punkt, und der geht relativ schnell überarbeiten. Da wäre es mir recht, wenn Sie jetzt direkt vergessen, dass ich gesagt habe, der geht recht schnell. Weil überarbeiten geht jetzt zwar hier recht schnell zu erklären, aber es nimmt ein Viertel Ihrer Arbeit ein. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und wenn Sie wirklich Ihr Viertel freilassen für die Überarbeitung, dann haben Sie so viel Last von Ihren Schultern genommen während der eigentlichen Schreibphase. Wirklich. Überarbeiten Sie, wenn Sie bei der Überarbeitung sind, nicht vorher. Und dann nehmen Sie sich 2 Wochen Zeit dafür. Was heißt jetzt überarbeiten konkret? Das heißt, dass ich in dieser Reihenfolge hier überarbeite. Also von roter Faden über wasserdicht machen zu Stil, zu Rechtschreibung und dann am Ende der letzte Schliff. Und ich gehe da jetzt durch, was wann kommt. Also, zunächst, Sie bearbeiten vom Großen zum Kleinen. Sie ignorieren Ihre Rechtschreibung, Ihre Grammatik, Ihr Wording. Sie gucken jetzt, folgen die Kapitel der Arbeit logisch aufeinander. Sprich, gerade eben habe ich Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Kann das so bleiben oder sollte es 1, 2, 5, 3, 4 sein? Das machen Sie dann. Dann drehen Sie das um, schneiden Sie das aus in Word und packen Sie das woanders hin. Dann machen Sie das gleiche für die Unterkapitel. 3, 1, 3, 2, 3, 3 oder irgendwie anders. Und dann für die Unterunterkapitel. Und dann für die Abschnitte innerhalb von Ihren einzelnen Ebenen. Sie tun wirklich Ihren Text jetzt durchsortieren und da werden Sie oft merken, dass Sie manchmal sich wiederholt haben. Sie haben den gleichen Absatz am Anfang von dem Kapitel, weil Sie denken, der Aspekt ist wichtig und später kommt er nochmal und jetzt schieben Sie das Zeug zueinander und merken, nee, das ist eigentlich genau der gleiche Absatz zweimal. Und dann streichen Sie den raus. Erst jetzt, wo Ihre Arbeit in der richtigen Reihenfolge ist, gibt es Sinn, weiter zu gucken. Sie können jetzt hier nochmal Ihre Forschungsfrage und Ihre Gliederung hernehmen und einer Person mit Fachkenntnis und einer Person ohne Fachkenntnis geben. Also zum Beispiel einem Familienmitglied und einem Kommilitonen. Also der Kommiliton ist heute der sein, der Ahnung hat. Und dann sprechen Sie alles durch und merken dann vielleicht noch, okay, wo habe ich noch Lücken, wo habe ich vielleicht noch Wiederholungen. Und wenn Sie damit durch sind, dann wissen Sie, ja, das ist die Grobstruktur, so bleibt die jetzt. Erst jetzt gibt es Sinn, weiterzumachen. Dann haben wir als nächsten Punkt wasserdicht machen. Was heißt das? Das heißt, dass Sie sich jetzt vorstellen, dass Ihr Dozent Sie abgrundtief hasst und durchfallen lassen möchte. Stellen Sie sich das mal für einen Moment vor. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen auf diesem Podium und Sie sollen Ihre Arbeit verteidigen. Und da stehen aber Dutzende Leute und Ihr Dozent hat denen schon irgendwie reife Tomaten gegeben und die werfen jetzt. Was werden die jetzt schreien? Stellen Sie sich das vor. Seien Sie kritisch mit Ihrer eigenen Arbeit. Was schreien die jetzt? Schreien die nicht belegt, weil ihnen da Belege fehlen, weil sie irgendwas behaupten. Das weiß jeder. Das muss ich Ihnen eigentlich nicht extra sagen. Aber vielleicht sagen die auch nur einseitig zitiert. Also sie lassen den kompletten Aspekt außer Acht. Sie beachten nur die Arbeitgeberaspekte von Betriebsverschlankung, aber nie die Arbeitnehmeraspekte. Das heißt, sie zitieren die Sachen, die ihnen passen und lassen absichtlich weg, was ihrer These widerspricht. Tun Sie das nicht, bringen Sie auch gegensätzliche Quellen rein. Das stärkt sogar Ihre eigene Position, weil Sie zeigen, ja, ich bringe auch die Leute zur Sprache, die andere Meinung sind, die einen anderen Ansatz haben. Dann auch Flüchtigkeitsfehler in Rechnungen. Niemand schaut mir eine Rechnung an, wenn er die einmal durchgeführt hat. Schauen Sie die nochmal an. Wenn die nicht passt, ein Plus und ein Minus vertauscht, macht die komplette Rechnung, naja, falsch. Gucken Sie da noch einmal drüber, ob das wirklich passt. Rechnen Sie es nochmal durch, auch wenn Sie nicht möchten. Es lohnt sich. Besonders wenn da ein Fehler drin war. Dann hat sich's richtig gelohnt. Diese Schwachstellen, die machen Sie weg. Die beseitigen Sie und dann haben Sie Ihre Arbeit wasserdicht gemacht. Und jetzt kommen Sie wieder raus aus Ihrem Gedankenspiel, dass Ihr Dozent Sie hasst, weil er hasst Sie nicht. Und es wird niemand dran sitzen mit Tomaten. Die Vorstellung ist sinnvoll, aber es wird niemals so sein, dass Sie Ihre Arbeit wirklich gegen so gehässige Menschen verteidigen müssen. Stil ist etwas, was man erst jetzt anguckt. Jetzt gibt es nämlich Sinn,
Jetzt wissen Sie, welche Sätze dastehen werden. Sie wissen den roten Faden, Sie haben alles in die Reihenfolge gebracht, Sie wissen auch, dass alles so wasserdicht ist. Erst jetzt gibt es Sinn zu gucken, wie die Sätze an sich aussehen. Wie sieht denn guter Stil aus? Naja, guter Stil wäre klar, lesefreundlich und neutral zu schreiben. Diese drei Dinge. Merken Sie sich diese drei Dinge und dann haben Sie eigentlich einen guten, schönen wissenschaftlichen Stil. Klar heißt, Sie nehmen eindeutige Begriffe. Sie nehmen jetzt nicht verschwurbelte Sachen, Sie nehmen keinen verschwurbelten Satzbau, Sie machen keine Passivkonstruktion, um zu verstecken, wer eigentlich der handelnde Akteur ist. Der Akteur. Dann leserfreundlich, Sie haben einen Gedanken pro Satz. Vielleicht haben Sie zwei Gedanken pro Satz, aber der zweite Gedanke kommt nach dem ersten. Sie haben nicht Schachtelsätze, wo alles angefangen wird und am Ende werden 17 Teilsätze beendet und dann gibt erst alles Sinn. Das ist absolut leserfeindlich. Ein Gedanke. Und was hier auch mit reinkommt, wenn Sie einen Querverweis brauchen, also wenn Sie sagen, wurde bereits da und da erläutert, dann sagen Sie, wo das war, nicht wie bereits oben erläutert. Ihr Leser wird Ihren Text nicht linear durchlesen. Schreiben Sie, wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert. Und diese Querverweise, die kann man automatisieren, damit, wenn sich nachher noch was dreht, sich auch diese Zahl hier dreht. Habe ich verlinkt. Und der letzte Punkt hier wäre neutral. Schreiben Sie neutral. Das heißt, Sie hinterfragen alles aus einer kritischen, neutralen, wissenschaftlichen Distanz. Kein Buch ist von vornherein richtig, auch wenn es von dem Papst aus diesem Feld geschrieben wurde. Kein Buch ist von vornherein grottenfalsch, auch wenn der Autor sich schon mal irgendwie zu einem Thema nicht fundiert geäußert hat. Alles wird neutral bewertet, ob das Sinn gibt, ob das in sich schlüssig ist, ob das belegt ist. Wenn ja, dann gut, wenn nicht, dann nicht. Und Sie vermeiden dann bei sich selber auch so Aussagen wie, ja, das ist offensichtlich falsch oder das wäre die einzig richtige Methode. Das sind Arten und Weisen, wo Sie sich selber bestärken, dass das so stimmt, weil Sie eigentlich keine Quelle dafür haben oder weil Sie es nicht logisch begründen können. Also das sind so Verstärker, die zeigen, dass Sie hier gern eigentlich noch eine Logikbrücke gehabt hätten oder dass Sie gern noch eine Quelle gehabt hätten. So, und jetzt erinnern Sie sich an die Bücher und an die Fachartikel vielleicht, wo Sie sich gedacht haben, oh, das ist aber wirklich richtig trockener wissenschaftlicher Stil, weil die so wissenschaftlich waren, dass man es gar nicht mehr lesen konnte. Das war nicht wissenschaftlich. Das war einfach schlecht, weil Sie können sehr wohl einen Text schreiben, der angenehm zu lesen ist, der schöne kleine Absätze macht. Wirklich, mein Tipp, machen Sie viele kleine Absätze, machen Sie nicht diese Textwüste, dieses eine große Ding, dieses eine DIN A4-Blatt ohne Umbrüche. Machen Sie Ihren Text lesbar und dadurch wissenschaftlich. Das geht. Schreiben Sie es so, dass Sie es am Ende selber gern lesen würden, dass Sie es Ihren Freunden vorlesen können, ohne dass die sagen, also so hochtrabend schreibst du normalerweise nie oder sprichst du nicht. Da gibt es nochmal 100 Seiten in Kornmeier, wenn Sie da Probleme haben mit Ihrem eigenen Stil. Und wenn Sie Lust haben, können Sie in der Präsentation hier noch draufklicken und überlegen, was da gerade eben definiert wird. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt Rechtschreibung, den die meisten Leute schon recht früh in der Arbeit machen möchten. Bitte nicht, bitte tun Sie es erst jetzt, nachdem Sie die anderen drei Sachen hier gemacht haben. Wenn Sie beim Stil merken, Sie haben immer viel zu lange Sätze und jetzt haben Sie das überarbeitet, dann haben Sie auf einmal ganz andere Sätze. Sie haben jetzt viel kürzere, schönere Sachen und die Hälfte Ihrer Komma-Fragen hat sich eigentlich schon erledigt, weil da jetzt ein schöner, sauberer Punkt ist. Das heißt, erst jetzt gibt es Sinn, Rechtschreibung anzugucken. Und da ist es so, Sie können das jetzt entweder selber oder Sie können es nicht selber. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich sehe die Fehler nicht oder nicht mehr, aber ich kann es auch nicht selber. Das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie es selber können, also wenn Sie sagen, okay, ich habe meinen Text geschrieben, ich traue mir es zu, aber ich sehe die Fehler gerade selber nicht mehr, dann lassen Sie es liegen. Und dann drucken Sie es vielleicht in einer neuen Schriftart nochmal aus. Dann sieht es neu aus. Oder Sie lesen erst den letzten Satz und dann den vorletzten Satz und so weiter. Das kann man machen. Wenn Sie jetzt jemand sind, der es nicht selber kann, dann können Sie es gerne einem Freund geben. Oder einer Agentur. Sie dürfen dafür auch Geld bezahlen. Es ist absolut legal, dass Sie Ihre Arbeit aus der Hand geben, um sie für Rechtschreibung und auch für Stil korrigieren zu lassen. Nicht jeder ist Muttersprachler. Nicht jeder kann perfekte Rechtschreibung. Und nur weil Sie jetzt vielleicht Legastheniker sind, haben Sie jetzt nicht ein Problem. Sie haben einfach nur
noch einen externen, der Ihnen da hilft, darüber zu gucken. Und das dürfen Sie. Geben Sie aber der korrigierenden Person, vor allem wenn es ein Freund ist, aber auch bei einer Agentur, 5 Werktage Zeit. Rechnen Sie das ein. Weil die Person wird 5 Werktage brauchen. Wenn Sie da eine Freundin haben und die ist wirklich super beim Lektorieren und Sie geben der nur 2 Werktage, dann braucht die trotzdem 5. Und jetzt fragen Sie sich, okay, wie macht die dieses Wunder, dass sie aus 2 Arbeitstagen 5 macht? Es ist ganz einfach. Die schläft nicht. Die arbeitet bis morgens um 4 an ihrem blöden Text, weil sie nur 2 Tage gegeben haben. Und sie macht sich 5 Werktage in die 2 rein, weil es braucht einen Haufen Zeit, sowas durchzugucken. Dann diese Änderungen, die Sie drin haben, die müssen Sie jetzt auch sichten noch. Nicht einfach nur sagen, ja, meine Kommilitonin, die ist da super, einfach alles annehmen und weg ist und drucken. Nee, gucken Sie das durch. Sie wollen nicht in der Position sein, wo Ihre Kommilitonin, so gut wie sie normalerweise ist, doch einmal etwas verschlimmbessert hat. Und Sie übernehmen das ungesehen und kriegen da genau dafür nachher einen Abzug. Da wollen Sie nachher nicht sein. Also Sie sichten die Änderungen. Und erst jetzt, wo Sie Ihre Rechtschreibung und Ihren Stil und alles wirklich perfekt haben, erst jetzt kommt Ihr letzter Schliff. Was ist der letzte Schliff? Das ist die Politur. Sie machen jetzt alles hübsch. Sie machen jetzt Ihre Grafiken hübsch und gucken, auf welcher Seite die ist, also wo die Zeilenumbrüche sind gerade eben. Es gibt absolut keinen Sinn, die vorher perfekt zu positionieren, wenn Sie nicht mal wissen, ob die Absätze, die davor sind, eigentlich noch so stehen werden. Das heißt, zu früh gibt es keinen Sinn. Aber wenn Sie jetzt bei der Politur sind, dann machen Sie nochmal Ihre Grafiken hübsch, packen die auf die richtige Seite mit der richtigen Beschriftung. Da können Sie auch mein Word-Tutorial anschauen. Sie machen jetzt Ihre Verzeichnisse hübsch, das heißt, Sie machen Ihr automatisches Inhaltsverzeichnis, Ihr automatisches Abbildungsverzeichnis, ja, das geht alles automatisch. Wie gesagt, Word-Tutorial. Dann hier Seitenzahlen einfügen, römische Seitenzahlen in den Verzeichnissen. Auch da gibt es sehr gute Tutorials, wie das geht. Sie prüfen nochmal, wie brechen meine Seiten um. Und dann unbedingt speichern Sie Ihre Arbeit als PDF ab, weil nur PDF statisch ist. Ein Word-Dokument ist dynamisch. Sie machen Ihr Word-Dokument an einem Mac und daneben an einem Windows-Rechner auf. Sie werden sehen, das sieht unterschiedlich aus. Word ist ein dynamisches Format. Jeder seriöse Copyshop, dem Sie ein Word-Dokument geben auf dem Stick und sagen, bitte drucken, wird sagen, bitte mit einem PDF wiederkommen, wir drucken keine Word-Dokumente. Oder wird sagen, ich kann nicht garantieren, dass es genauso rauskommt, wie Sie das gerne hätten. Mit einem PDF können Sie zum Drucker gehen. So, und wenn Sie Ihre Arbeit als PDF haben, dann können Sie zum Drucker gehen und dann können Sie sich das Ding abholen, können das beruhigt abgeben und können sich dann Ihr Belohnungsgetränk Ihrer Wahl aufmachen. Oder 2 oder 3 saure Sprudel, Zitronenlimonaden, was auch immer. Sie sehen jetzt hier gerade noch mein Literaturverzeichnis. Sie sehen da unten dran auch nochmal die URL, wo Sie diese Präsentation finden. Die hängt auch unten nochmal in der Beschreibung von diesem Video dran. Wenn Sie da noch irgendwelche Fragen haben, dann können Sie auch gerne mich kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auch in der Beschreibung vom Video. Und ansonsten wirklich einfach nochmal als abschließende Worte, denken Sie dran, die wissenschaftliche Arbeit ist kein Diktat, kein Aufsatz. Es ist nichts, was man in einem Rutsch schreibt, auch wenn Sie Aquarellmaler sind oder Maurer. Sie haben einen Hilfstext, der langsam, gemächlich wächst. Und wenn Sie sich jeden Tag ransetzen und da was machen, dann ist da überhaupt kein Zeitdruck dran. Und wenn Sie die Bearbeitung sich aufsparen und die Kommasetzung und alles am Ende machen in den 2 Wochen oder in dem Viertel der Zeit, dann ist da überhaupt kein Stress dran. Dann können Sie wirklich sogar Spaß entwickeln beim Beantworten Ihrer Frage. Denn eine wissenschaftliche Arbeit ist nur, Sie beantworten eine Frage. Und wenn Sie eine gewählt haben, wo Sie sagen, ja, die kann ich beantworten und die interessiert mich selber, dann macht es wirklich auch Spaß, eine Arbeit zu schreiben. Okay, vielen Dank fürs Zusehen.